KinoCast. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen KinoCast. Ich klinge heute etwas anders, aber nichtsdestotrotz ist die Kate mit in der Leitung. Hallo Kate. Hallo, ich grüße ins Ferne. Wo bist du? DC? Washington DC, ja, im Außenstudio. Ja, viele Grüße. Danke, ja. Ich habe noch nicht viel draußen gesehen. Ich habe es in Chris, übrigens Chris, hallo. Hallo, einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ich habe es in Chris Grüße schon. Grüße ans Auslandsstudio. Ich bin ja gestern Abend hier angekommen und bin erstmal ins Hotel, habe erstmal geschlafen, gefrühstückt und ich war noch gar nicht vor der Tür großartig. Also ich muss dann erstmal raus nachher. Wird mir auch helfen, mit dem Jetlag ein bisschen in die Sonne kommen und so. Das hilft dann immer, dass der Körper sich einstellt, dass jetzt wirklich Tag ist. Ja, gut. Aber wir haben Filme mitgebracht. Der eine hat sogar was mit Washington DC zu tun. Nämlich, wir hatten in der Sneak Preview den Film Civil War. Das passt natürlich zu meiner Dienstreise hier so ein bisschen. Dann habe ich noch gesehen Dune 2. Und wir haben alle die Fallout-Serie gesehen. Und das war's, glaube ich, für heute. Aber das nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr viel, denke ich mal, was dazu zu erzählen gibt. Civil War, soll ich das machen, Chris? Oder magst du? Darfst du sehr gerne, du sehr gerne, weil du bist ja quasi vor Ort und spielst es ja gerade nach. Also das. Na, das nicht. Aber ich kann live. Hier ist tatsächlich heute ganz schön Bohai in Washington DC, weil zum einen finden ja gerade irgendwie, habe ich noch so mitbekommen, in Israel irgendwelche Angriffe statt vom Iran oder sowas. Da kommen heute etliche Politiker zusammen, die da über irgendwas beraten, da ob sie irgendwie eingreifen wollen oder sowas. Da ist hier richtig Bohai. Jede Menge von diesen schwarzen Limousinen, man kennt die sonst nur aus dem Fernsehen, ja, die rauschen hier durch die Stadt mit Blaulicht und so und mit Polizeieskorte. Nehme ich mal an, jede Menge Politiker, habe ich schon hier gesehen vom Fenster aus. Und dann ist heute auch noch irgendwie, wie haben sie es genannt, Emancipation Day oder so. Also ich habe vorhin im Fernsehen so eine Sendung angeguckt, die hieß Good Morning DC. Und da kam halt, was heute so anliegt. Und genau, heute Nachmittag ist Emancipation Day, da machen die so eine Parade hier, wie es halt immer so ist. Unglaublich, jetzt einmal in den USA gleich Morningshow gucken und sowas. Ja, ich habe gestern Abend, wo ich hier angekommen bin, schon mal die Fernsehprogramme durchgezappt. Ich meine, da ist echt 80-90% Schrott. Kannst vergessen, aber dann sind so 2-3. Jetzt gerade läuft immer noch AMC. Da habe ich vorhin schon Terminator 1 geguckt und jetzt ist gerade das Ende von Terminator 2. Mal gucken, was danach kommt. Aber läuft hier ohne Ton. Ja, Civil War wollte ich doch sagen. Civil War. Der neue Film von Alex Garland. Den könnte man kennen, der ist eigentlich eher ein Schriftsteller und hat als Drehbuchautor zum Beispiel damals 28 Days Later geschrieben und ist dadurch, ich glaube, das war so das erste, wo er richtig bekannt geworden ist und The Beach hat er auch, glaube ich, geschrieben, das Skript, Sunshine und so weiter und er hatte selber auch einen Film gedreht, den wir in der Sneak Preview hatten, nämlich Ex Machina, man könnte sich erinnern, diesen Film mit ich erinnere mich daran. Mit diesem Androiden und dann geht es um den Turing-Test, um festzustellen, ist das ein Mensch oder Mensch-Maschine und so weiter. Das war Das war übrigens 2014, ne? Mit Alicia Vikander. Oh, das kommt mir vor, als wäre es gestern. Oscar Isaac. Ja, ohne Witz, ey, aber das ist 2014, 2015, ja. 2014, 15 mit den Drehungen, aber puh. Ich weiß nicht, wann wir den in der Sneak dann hatten, ob das zeitnah war oder vielleicht dann, ob der nach Europa ein bisschen später kam. 2015, ja. Ah, der war schon der Hammer, ne? Also das. Und zwar kam der am 23. April 2015. Das ist ja einfach fast genau auf den Tag 9 Jahre her. Also fast genau. Das ist krass, ja. Und sehr, sehr, sehr guter Film, den man sich durchaus mal gucken kann. Ich hatte den letztens in irgendeinem Streaming-Service mal das Cover gesehen. Den gibt es irgendwo, also wer den noch nicht gesehen auf hat. Auf Netflix. Ex Machina, ruhig mal reinschauen. der neue Film von Alex Garland hat allerdings ein bisschen anderes Thema, was eher vielleicht so in die Richtung 28 Days Later geht, nämlich ein Bürgerkrieg hat sich in den Vereinigten Staaten zugespitzt und wir sehen nicht die Anfänge des Bürgerkrieges, sondern wir werden eigentlich mitten reingeschmissen in die ganze Situation. Wir sehen
eine junge Frau gespielt von Kirsten Dunst, die Fotoreporterin ist und da halt eben versucht zu oder Fotos zu schießen, zu berichten von diesen ganzen Konflikten und ja, es wird eigentlich erstmal so ein Zeitporträt gemacht von der aktuellen Zeit. Wir erfahren jetzt nicht viel, wie es dazu gekommen ist. So ein paar Bröckchen werden mal hingeworfen, dass eben die Western States, hier genauer gesagt Texas und Kalifornien, haben sich zusammengeschlossen, um den aktuellen Präsidenten zu stürzen, der wohl einige Entscheidungen getroffen hat, die nicht so populär sind und eher gegen die Menschen gerichtet sind. Das wird allerdings nicht sehr stark irgendwie gewertet, sondern wir beobachten eigentlich das Ganze durch die Augen und mit der Reporterin zusammen und mit ihrem Team. Die ganzen Konflikte, die sich da entspinnen, dann irgendwelche Proteste, die es irgendwo gibt. Und dann kommen sie eben auf die Idee, mal nach Washington D.C. zu fahren, um den aktuellen Präsidenten, der auch nochmal so eine verzweifelte Rede, was so ein bisschen gewirkt hat, wie irgendwie so die letzte Rede von Hitler, so halte durch und so weiter, aus seinem Bunker da in Washington D.C. gehalten hat, die Rede, die Lage der Nation und so weiter, die Nation nochmal ein bisschen aufzupeitschen, dagegen zu kämpfen, gegen die Western States, um seine Macht zu sichern. Und die Reporter kommen dann auf die Idee, sie sollten mal dahin fahren nach Washington D.C., um ihn nochmal zu interviewen. Wahrscheinlich eins der letzten Interviews, was er geben wird, weil wenn die Western States seiner habhaft werden, dann ja, werden sie wohl wahrscheinlich kurz einen Prozess mit ihm machen. Und sie wollen halt eben dieses berühmte Interview mit ihm machen oder die berühmten Fotos dann schießen, die letzten Fotos. Und Problem ist nur, dass das ganze Land mittlerweile in so einem Bürgerkrieg versunken ist. Es gibt so viele, man kennt das fast aus irgendwelchen Endzeit-Szenarien wie Walking Dead oder sowas. Also wenn Personen in so einer Situation durch die USA reisen, dann wissen sie eigentlich nicht, auf wen sie da treffen. Ist das jetzt Freund oder Feind? Hilft der mir oder die mir? Oder will die mir ans Leder? Oder komme ich da ohne weiteres durch? Oder was passiert da? Wie, wo kann ich durchfahren und alles? Und genau das ist dann hier auch. Das ist dann so eine Art Roadtrip. Da ist der Produzent der Sendung mit dabei. Und der wird gespielt von, jetzt muss ich mal kurz gucken, ist alles etwas schwieriger hier mit meinem Laptop. Der Produzent wird gespielt von Stephen McKinley Henderson. Und dann mit dabei ist noch der Wagner. Moment. Ich muss kurz einschreiten. Das ist nicht der Produzent von der Sendung, das ist auch ein Reporter. Stephen Henderson ist Sammy, ist der Ältere. Ist auch ein älterer Reporter, der sich denen quasi anschließt, weil die sagen ja noch so, ja, du bist zu alt, du bist zu langsam. Und er so, ja, das sehen wir ja dann. Und der schließt sich denen dann an. Und Joel, also Wagner Moura, der den Partner davon von Kirsten Dunst spielt, der ist ja auch, der will ja das Interview führen. Sie macht ja nur Fotos. Genau. Ich dachte bloß, der andere wäre da irgendwie sowas, der wie den hier. Nee, der ist auch, Journalist. Mentor oder sowas, irgendwas in der Richtung. Nope. Ja, in der Richtung war er schon mal, aber eigentlich sind die Konkurrenten. Okay. Jedenfalls, diese illustre Party hat sich da zusammengefunden. Dazu kommt aber noch eine junge Frau, die Kirsten Dunst mal rettet bei so einer Situation. Da ist so ein Protest und sie schießt da Fotos und da ist so ein junges Mädchen, was auch Fotos schießt und sie rettet die dann, weil da gibt es dann so eine, ja, passiert da ein bisschen was, ich will es mal nicht spoilern. Die Jessie, gespielt von Kaylee Spaney und die schließt sich denen auch noch mit an, beziehungsweise sie sitzt schon im Auto, als Kirsten Dunst runterkommt, sagt, was macht denn die hier? Und so, ja, wir haben die gestern noch kennengelernt hier an der Hotelbar und so, die will da gern mitfahren. Und aber es ist natürlich so, ist sehr schwierig in dieser Situation dann auch noch Sorge für jemand anders zu tragen. Man hat schon genug mit sich selber zu tun, gerade in der Situation. Und dann weiß man halt auch nicht, wen kann man vertrauen und wen kann man nicht vertrauen. Und sie will die eigentlich erstmal nicht dabei haben. Aber sie nehmen sie trotzdem mit und so machen sich halt diese, wie viel sind es, die Vierertruppe auf dem Weg nach Washington D.C. Von wo aus sind die eigentlich losgefahren? New York.
Von New York, das ist ja nicht weit, habe ich jetzt festgestellt. Ich glaube, dass es New York war. Also, ja, ich dachte. Ja, aber auch. Die mussten ja anders fahren. Also die Direkte, die ging ja nicht, aber die mussten ja anders fahren. Stimmt, ja, die mussten noch einen kleinen. Also ich bin der Meinung, dass es New York war. Ich dachte auch, die fahren in New York los. Und dann habe ich auch schon gedacht, das ist da eigentlich nicht weit, weil ein Kollege von mir, der kommt aus New York, der wird heute kommt er mit dem Auto an. Also da fährt er die Strecke. Ja, bin die Strecke auch schon gefahren, deswegen. Hm. Wir sind aber über Philadelphia gefahren, deswegen. Ich noch nicht. Ja, aber Philly sind sie ja. Philly, jetzt habe ich es mit Fallout verwechselt. Da spielt Philly eine Rolle. Ja, aber ein anderes Philly. Auf jeden Fall. Also, großartiger Film, finde ich. Der hat hier bei Moviepilot nur 6,4. Finde ich ein bisschen wenig. Ist übrigens gedreht in Atlanta und da schließt sich schon der nächste Kreis. Ich bin tatsächlich über Atlanta hierher geflogen. Es gibt einen sehr guten Direktflug von Stuttgart nach Atlanta mit Delta zu relativ okayen Zeiten für vernünftige Preise. Und genau, ich war quasi gestern mal kurz in Atlanta. Allerdings habe ich nur den Flughafen und die Business Lounge gesehen. Ja. Aber das, was ich zumindest aus der Ferne gesehen habe, Atlanta, sah sehr schön aus. Sollte man, glaube ich, mal hin. Und genau, der Film ist in Atlanta gedreht und teilweise auch in England. Und ich fand den echt gut gelungen. Tolle Musik auch im Film. Und ich mag das auch sehr, wenn die geneigten Hörerinnen werden das wissen, wenn so Filmszenen so aufgebaut sind, dass du merkst, okay, der Regisseur hat bei dem Dreh der Szene schon ein bestimmtes Musikstück im Sinn gehabt und hat die Szene so arrangiert. Und das war halt hier einfach auch. Und das sind halt so Songs gewesen, die einfach für die Situation irgendwie gefühlt völlig unpassend gewesen sind. Was mich auch sehr so ein bisschen an Fallout erinnert hat, da laufen ja auch manchmal in diesem Radio so alte 50er-Jahres-Songs, die so ganz fröhlich und lebensbejahend sind und während man durch irgendein völliges Wasteland sich da bewegt und hier ist es ja auch so, ne? Hier sind völlige Riots und sonst was und dann ist plötzlich der Sound von irgendwelchen Explosionen und Schüssen ist total runtergefahren, man hört gar nichts und stattdessen hört man irgendeinen Song, der das quasi wie ein Musikvideo inszeniert, diese ganze Szene, die da gerade stattfindet und das wirkt alles so absurd und strange und hat mir echt gut gefallen. Was mich auch sehr überrascht hat, war, dass der Trailer hat bei mir ein anderes Gefühl hinterlassen als der Film selbst. Ich habe bei dem Trailer, wo ich den gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das geht also darum, der Film heißt ja auch Civil War, es geht darum, wie jetzt Amerika in einen Bürgerkrieg gestürzt wird und das ist eher so eine Art beißende Satire, Realsatire, wie weit es kommen kann. Das ist es nicht. Es ist eher ein Roadtrip durch diese ganze Situation, die dort stattfindet. Es geht weniger um den Bürgerkrieg an sich, um diese politischen Ränkespiele, was da entstanden ist. Das ist so ein bisschen das ganze Grundrauschen in dem Film. Das Eigentliche ist halt wirklich die Geschichte von den Menschen, die sich durch diese ganze Situation bewegen. Jetzt habe ich auch viel gelabert, jetzt trinke ich mal einen Schluck, jetzt kannst du mal. Ja, ich wollte mich gerade sagen, weil du so schön gesagt hast mit diesem Roadtrip. Für mich war es wirklich ein Roadtrip durch das komplette Chaos, was dort in den USA dann auch entstanden ist durch diesen Bürgerkrieg. Und auch wenn man überlegt, welche Stationen die machen, wo sie halten. Und das ist aber auch was im Trailer ja auch kommt. Mit, sie wissen aber schon, dass da draußen voll der Bürgerkrieg tobt. Ja, aber da halten wir uns raus. Also dieses so, du hockst dran so, Moment, weißt du, so, wow, interessante Einstellung. Und das ist ja nicht das einzige Mal, dass es wirklich so Situationen hat. Und auch dieses, wie du es auch schon gesagt hast, dieses Spiel von diesen brutalen, wirklich teils knallharten Szenen zu Schießereien, zu Explosionen und alles, wie das da komplett rausgenommen wird durch dieses Spiel mit der Musik. Und das fand ich super gut gemacht, ganz, ganz stark gemacht einfach, wie das auch in Szene gesetzt ist. Und das, da hat vieles gepasst, da war vieles, vieles sehr stimmig. Was ich schwierig fand tatsächlich, waren teilweise die Charaktere. Ich fand Kirsten Dunst fand ich super, aber ich habe
hier der jungen Dame überhaupt nicht über den Weg getraut. Die, ich fand, die hat irgendwas, war da ganz, ganz, ganz falsch für mich. Also bei der, Gott, wie hieß sie jetzt im Film? Jessie oder so? Jessie? Ich glaube, Jessie hieß sie, oder? Ich weiß es schon nicht mehr. Ja, Jessie, genau. Jessie, ja. Der habe ich null vertraut. Komplett null. Ich fand die irgendwie so dieses, irgendwas passt da nicht, irgendwas stinkt da ganz gewaltig, irgendwas hat da ein riesen Mief für mich und mit der bin ich nicht wirklich warm geworden, bis zum Ende nicht, tatsächlich bis zum komplett zum bitteren Ende, wo dann alles erstmal nochmal auch wieder anders ist, wie man denkt. Und auch das fand ich eine absolute Stärke von diesem Film, dass der das so hingekriegt hat, dass man einfach ja jederzeit das Gefühl hat, das Problem, was die haben, ist nicht nur der Weg und die Situation, sondern auch das Untereinander. Du hast ein eingespieltes Team, du hast einen Älteren, der sich damit dranhängt und du hast eine Junge, die den Nachwuchs quasi bildet. Und das einfach in so einem ja fast schon dystopischen Amerika, das sich komplett sehen lassen konnte, auch was das angeht vom Thema sonstige Zombie-Filme oder so, ging ganz genauso, aber noch eine viel stärkere und bessere Stimmung, weil du halt da unterbrochene Lieferketten hast. Du hast die Staaten, die auf der Seite sind. Dann triffst du auf irgendwelche Psychos, die es jetzt komplett ausleben können. Dann Privatmiliz spielen und lauter so Sachen, wo du die ganze Zeit denkst, es ist richtig unangenehm. Es ist für alle eine richtig unangenehme Situation. Und das transportiert der Film wirklich richtig gut, weil er zieht dich da so rein und zeigt dir das auch auf. Die ganze Brutalität, die ganze Sachen, wo du dir denkst, so, Junge, geht's noch und kann das sein? Also, ich habe da eine Szene noch im Kopf dazu auch, das ist, wo sie relativ, glaube ich, der erste Stop, den sie machen, wo du im Hintergrund die Flakschützen oder das Flakgeschosse siehst und der Himmel, erhält die Leuchtspuren, das siehst du, die halten sich da allerdings, als ob es das Normalste der Welt wäre, sprechen die noch miteinander und bla bla bla. Und im Hintergrund tobt halt dieses, in Anführungszeichen, Feuerwerk an Dingsen, an Kriegsmaschinerie und das halt, ja, quasi vor der Haustüre. Und das fand ich so krass, zum einen bedrückend zum anderen, weil ja, man kann sagen, ja gut, ist halt ein Film. So wie es allerdings dargestellt war, ich würde es tatsächlich nicht ausschließen, dass es so oder so ähnlich auch in den USA eintreten kann. Definitiv nicht. Also ja, du weißt nicht, wer sich mit wem zusammenschließt im Endeffekt. Also und das hat ein mulmiges Gefühl hinterlassen, zumindest bei mir. Dadurch, dass die hier alle unter Waffen stehen. Also ich meine, ich bin ja in der Vergangenheit auch für die Firma hier viel unterwegs gewesen. Ich war ja viel in Nordafrika, in arabischen Ländern und sowas. Ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt fast hier, wenn ich in die USA reise, habe ich mehr Bedenken, dass mir irgendwas passiert, dass irgend so ein Idiot hier mit einer Feuerwaffe irgendwo Scheiße baut, als wenn ich irgendwo in irgendwelchen arabischen Gefilden mich da irgendwo im Hinterland bewege oder so, muss ich ehrlich sagen. Weil das ist wirklich so, weil da habe ich nur Freundlichkeit kennengelernt überall und alles, ne? Und hier sind alle so ein bisschen leicht falsch aufgesetzt, so vordergründig freundlich und so. Und du weißt nie, was dahinter steckt. Und das ist alles, wenn du weißt, dass da jeder hier eine Waffe ganz leicht bekommen kann, ne? Ja, aber das sieht man ja auch hier in dem Film, ne? Das ist halt, wenn dann einmal die, wenn dann klar ist irgendwie, dass die Führung nicht mehr in der Lage ist, zu führen, ja, dann bilden sich dann halt solche Milizen und sonst was alles, die ihre eigenen Agendas verfolgen und irgendwelche Leute, die dann plötzlich am Rad drehen, weil sie denken, jetzt geht hier alles und das Problem tatsächlich, wenn du dir so teilweise Interviews mit Bürgern oder so anguckst, die aus den USA kommen, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die so weit von sowas wirklich weg sind. Ja, kann ich mir schon durchaus denken, dass da gerade wenn du dann so ein Bible Belt, wo dann jeder irgendwelche Waffen hat und sich quasi auf den Ernstfall vorbereitet, dass die Regierung gestürzt werden muss, oder es ist ja noch nicht lange her, dass hier quasi da, wo ich jetzt gerade bin, da irgendwelche Idioten von hier ins Kapitol rein sind, ne?
Ja. Was ich aber auch interessant finde, sind noch mehrere Punkte. Zum einen hat der Film noch eine weitere Ebene, nämlich, dass die Reporter, die wir am Anfang sehen, die waren auch in diversen anderen Kriegsgebieten irgendwo in der ganzen Welt unterwegs und sind da quasi, haben Leute fotografiert, die leiden, Leute, die erschossen werden, Kinder, die von ihren Eltern getrennt sind, und haben quasi dieses Leid dokumentiert mit ihren Fotos, haben diese Fotos in ihr Heimatland, hier in dem Fall USA, gebracht, ja, und haben damit eine Berühmtheit erlangt als Fotojournalisten, ja. Letzten Endes haben sie auch wahrscheinlich fast nichts geändert an der Situation in den jeweiligen Ländern. Ganz im Gegenteil, wir sehen es ja auch, die helfen nicht, die dokumentieren nur, die greifen nicht ein. Und das ist natürlich auch so eine Sache, die man vielleicht auch mal so ein bisschen in Frage stellen sollte, ja. Macht es Sinn, da das zu dokumentieren, wenn in der heutigen Flut der Bilder dann solche dramatischen Sachen, die werden für eine Sekunde angeguckt, dann wird weiter gescrollt oder gewischt und dann wird das nächste Bild angeguckt im nächsten Instagram-Newsfeed vom nächsten News-Anchor oder sowas. Und wir sehen es ja hier auch, wie viel eigentlich auch an Personen hängt, manchen Leuten, ja, die machen halt ihr Foto und dann geht's weiter, ne? Dann sind sie auf der Suche nach dem nächsten Foto. Und diese Ebene fand ich eigentlich auch sehr interessant. Und dazu noch, wir sehen jetzt den Film, wo in Amerika eben dieser bewaffnete Konflikt stattfindet. Und es bedrückt natürlich sehr, ist klar, weil man kennt irgendwie gefühlt Amerika. Wir gucken sehr viele Filme und Serien aus Amerika und irgendwie fühlt sich so an, als würde das quasi auch in unserem Zuhause stattfinden. Letzten Endes ist es aber so, dass hier in der Nähe von Deutschland, nicht weit entfernt, findet genau so ein bewaffneter Konflikt gerade statt. Und natürlich jetzt kein Bürgerkrieg, sondern mehr oder weniger Bürgerkrieg, weil früher war das alles mal ein Land und quasi jetzt bekriegen sich hier quasi Brüder und Schwestern gegeneinander sozusagen. Es sind zwar jetzt zwei getrennte Länder, autonome Staaten, ja, aber es ist halt auch ein bewaffneter Konflikt, nicht weit entfernt, ne? Und das ist halt alles sehr, sehr bedrückend, wenn man sich das so anschaut in diesem Film Civil War. Da sind sehr viele Ebenen drin. Ja, sehr, und aber auch, wie gesagt, sehr, sehr gut einfach dargestellt. In aller Kürze, weil der Film dauert ja gar nicht mal so arg lang. Der geht was 100 irgendwas Minuten da. 109 Minuten geht er. Also auch das richtig gut, die Zeit sinnvoll genutzt. Ich fand, da war keine irgendwie Länge oder so irgendwas drin oder irgendwie mal, dass man wirklich durchschnauft, sondern das war schon so ein Stück weit die ganze Zeit so ein bisschen Luft anhalten und mitfiebern und so, okay, selbst Situationen, wo der Roadtrip eigentlich pausierend oder pausieren könnte, selbst da war zumindest im Hintergrund noch was geboten und das war extrem gut gemacht. Auf jeden Fall, also das, was ich da auch mochte, dass man irgendwie gefühlt nicht kein bisschen vorausahnen konnte, was gerade passiert, in keinem Moment. Es ist nicht so, dass ständig irgendwas passiert ist, sodass du das Gefühl verloren hast, ein bisschen vorauszudenken, sondern man war quasi auch in derselben Unwissenheit wie die handelnden Personen, die da irgendwo in ihrem Auto gefahren sind und genauso nicht wussten, was sie da irgendwo erwartet. Ja, sind sie an irgendeine Stelle gekommen, da sah es irgendwie ein bisschen komisch aus, haben sich mal vorsichtig rangetastet und haben dann halt auch festgestellt, okay, da ist offensichtlich was komisch, ne? Und dann teilweise auch so weirde Gespräche, die dann stattgefunden haben. Also ich finde es zwar ist ein bisschen früh im Jahr jetzt, im April des Jahres, ist vielleicht ein bisschen zu früh gelauncht, der Film. Aber ich denke mal, so rein vom Drehbuch her könnte der sich Hoffnung machen auf einen Drehbuch-Oscar. Oder zumindest eine Nominierung auf jeden Fall. Denn diese ganzen Gespräche, die da stattfinden und so, die sind auch sehr, sehr geschliffen. Und auch so die ganze Aneinanderreihung der Szenen, wie das verknüpft ist und alles, ist richtig gut gemacht. Also hat mich sehr, sehr weggehauen in der Sneak Preview. Ich saß manchmal wirklich auf der Vorderseite, auf der Kante vorne von meinem Sitz, weil es so spannend war und dann habe ich irgendwie, wusste ich gar nicht, wie ich mit mir sollte, weil das irgendwie so mich mitgerissen hat, die ganze Szene. Und
ich finde auch, der Film, der setzt dann auch manchmal noch immer noch einen drauf, wenn man denkt, okay, jetzt, ja, das war es jetzt offensichtlich, ich habe es jetzt verstanden und nee, dann kommt da noch mal was und dann kommt da noch mal was und du denkst, wow, Wahnsinn. Richtig gut. Toller, sehr gut zusammengefasst, ja. Toll. Ja, mir fehlen ein bisschen die Superlative, aber... Ja, aber es passt wirklich, deswegen. Ich weiß auch nicht, weil der Film ist an sich so in den Wertungen, die man sonst so sieht, gar nicht so wahnsinnig toll, wenn ich hier mal gucke bei IMDb, wo liegt er denn da? Ich frage mich dann immer, ob manche da einen anderen Film gesehen haben oder ob die was anderes... IMDb hat das 7,7 von 10. Na gut, ist auch sehr weit vorne. Aber ich bin da wirklich bei 9. Habe ich auch bei uns in der Gruppe gegeben. Also den werde ich mir auf jeden Fall mal auf Blu-ray holen, nochmal gucken. Und weil ich mag auch das ganze Thema mit Fotografie. Ich fotografiere auch sehr gerne. Und das war halt hier auch so schön. Das war jetzt nicht irgendwelcher Quatsch. Sonst manchmal ist halt einfach, da merkst du, okay, das ist Quatsch. Also hier wurden halt wirklich auch die Kameras und alles ein bisschen. Und dann sahst du manchmal auch so die Fotos, die da entstanden sind. Da wurde das Bild so angehalten und das hat mir auch sehr gut gefallen und ja, die Musik einfach richtig gut. Was gibst du? Ja, dadurch, dass es wirklich Zusammenspiel von Drehbuch, von Art, von diesen Kniffen, wie du es gerade gesagt hast, die Musik oder diese Standbilder dann, wo einfach das ganze Geschehen wirklich auch kurz unterbrechen und das auch dieses auch nicht überzogen gewesen, sondern einfach so knackt, das ist jetzt der Punkt und dann hast du so 1-2 Sekunden das Bild und dann geht es aber auch schon wieder weiter. Richtig gut. Also ich habe 8,5 von 10 gegeben, habe in der Gruppe dann 9, weil ich habe aufgerundet, also das sind wir gleich, aber 8,5 ist auch sehr, sehr, sehr stark. Also wirklich absolute Empfehlung. Kann ich auch nur sagen, ey, da unbedingt ins Kino rein, wenn der läuft. Der läuft jetzt schon, ne? Glaube ich. Ich glaube, der ist am Donnerstag angelaufen, ja. Apropos, ich hatte dem einen Kollegen, also nicht dem aus New York, sondern dem anderen Kollegen, der auch mal mit beim VfB war, als er in Stuttgart war. Also mittlerweile ein guter Kumpel. Der guckt gern solche Filme und der hat auch einen Militärhintergrund und so. Dem hatte ich mal den Trailer geschickt und der Trailer hat ihn auch ziemlich weggehauen. Und da haben wir uns tatsächlich schon ausgemacht, dass wenn ich in Washington bin und er wird auch hier sein, dass wir abends da mal reingehen. Ich gehe ja sowieso gern woanders ins Kino. Und das ist jetzt schon ausgemacht. Ich habe ihm schon gesagt, ich habe ihn schon gesehen, ist aber kein Problem. Ich gucke den gern nochmal im Original. Und da hat er sich gefreut. Also ich denke mal, wenn wir es schaffen, wenn der jetzt arbeitsmäßig nicht zu viel anliegt, dass wir abends da nicht wegkommen, dann werden wir da nochmal ins Kino gehen und dann kann ich vielleicht nochmal berichten, weil im Original... Ja, da hauen mich ja Filme immer noch mal ein bisschen mehr weg. Also ich weiß nicht, dann werde ich den vielleicht noch mal aufwerten in der nächsten Sendung. Aber bin gespannt. Ich bin sehr gespannt hier auf das Kino hier. Und ich gucke gerade mal in die Gruppe rein von der Gloria Sneak. Ja, super bewertet. Auch top. Ey, die schlechteste Wertung ist hier, glaube ich, 7 Punkte. Ja. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das jemand wirklich gewotet hat oder ob das nur der Ausgleichsvot ist hier, nee, das von ist Facebook. Gewotet. Ja. Da, das eine Antwort ist da drin. Ja. Ja, krass, also wirklich. Ansonsten krass. 8, 9 und sogar 10 Punkte vergeben. Also, wenn das kein Ansporn ist für euch, liebe HörerInnen, euch diesen Film mal im Kino zu geben. Wie gesagt, ja, wenn ihr den Trailer schaut, der Trailer, der gibt ein bisschen so ein anderes Bild vor von diesem Film. Der sieht sehr actionreich aus. Letzten Endes hat er eigentlich eine sehr, sehr gute Story. Und ich lese jetzt auch gerade, der startet in Deutschland am 18.04. Hier in Amerika ist der am 12.04. gestartet, was übrigens der Jahrestag des tatsächlichen amerikanischen Bürgerkriegs ist. Ja, damit weißt du, warum der jetzt ins Kino kommt. Ja, gut, ob der jetzt, vielleicht haben sie einen Versuch, da ein bisschen eher ins Kino zu bringen. Ne? Ja, das ist kein Zufall. Vor 163 Jahren begann der tatsächliche American Civil War. Okay, wenn wir einmal die Gruppe offen haben, Kate, wie schauen denn die Tipps aus für die morgige Sneak Preview am 15.04.? Also laut dem... wie heißt die Kinoleitung, so rum, ist der Hinweis Harry Potter mal anders. Und es sind 2 Tipps eingegangen, wobei ich sagen muss, es kann eigentlich nur der eine sein, weil das ist
wäre sowas von. Soll das heißen, du akzeptierst meinen Tipp nicht? Korrekt. Die Julia und tippt das, und ich habe das auch an Chris schon geschrieben, dass das mein Tipp wäre. The American Society of Magical Necros. Und das kann es eigentlich nur sein. So. Weil alles andere hat nichts mit Magie oder so zu tun, was in nächster Zeit kommt. Und auch kein Film mit Daniel Radcliffe. Hat übrigens sagenhafte 2,8 von 10 in der IMDb. Also ich wünsche euch da sehr viel Spaß mit dieser Gurke am Montag. Soll das heißen, du kommst nicht mit? Ich fliege mal kurz rüber, ja. Aber du kannst ja dein Telefon mal einen Livestream machen, geht auch. Ja, während dem Film, klar, mal wie immer ganz auf deinen Livestream mal kurz zu dir, ist gar kein Problem. Auf Twitch, Sneak Preview live auf Twitch. Kriegst du bestimmt ein paar Zuschauer, denke ich. Ja, wenn du so neue Filme zeigst. Zumindest kurz, ja. Also. Genau. Ja, nee, ich denke auch, das wird er sein, weil Harry Potter und so weiter, also sonst kommt ja nichts, was da irgendwie in die Richtung geht, und ich habe halt bloß noch mal was getippt, damit noch was ein zweiter Film dasteht. Ja. Wer weiß, vielleicht wird ja auch gezaubert bei Beautiful Wedding, der Nachfolger von Beautiful Disaster. Wobei ich gesehen habe, der hat übrigens eine bessere Bewertung bei der IMDb. Ja, gut, das ist jetzt doch nicht so schwer, oder? Als der andere. Nee, als der kommen soll hier, der. Ach so. Der mit dem Magical Necros. Naja. Ja, wir werden sehen. Wir nicht. Ich werde es ja dann berichten. Ach so. Dadurch, dass ich der live übertragen werde. Ist ach so, ja. Stimmt. Ja, genau. Können wir das bitte erst am Dienstag oder so veröffentlichen? Ja. Nicht, dass du gefilzt wirst hier. Genau. Ja, nachher filmt mich jemand, wie ich das für dich abfilme, weißt du, was er ist. Ja, bei Filzen, da kann ich auch was berichten. Also, das ist, also wenn du nach Amerika einreist, die denken ja, jeder will Amerika Böses anscheinend. Ne? Da wird ja alles, wird ja jede Körperöffnung hier durchsucht, ne? So gefühlt sich mal kontrolliert. Ja, gut, so. Weiter geht's. Dune Part 2. Part 2. Dune Part 1, vielleicht für die, die es nicht mehr so genau wissen. Hattet ihr das eigentlich geschaut oder so? Das gibt's ja mittlerweile auf Netflix. Nein, ich schieb's immer noch vor mir her. Es ist nervt mich so megamäßig. Ich muss ganz ehrlich sagen, es nervt mich so. Ich wollte mich anfangen. Ich habe, glaube ich, die ersten 3 Minuten, dann kam wieder irgendwas dazwischen und habe es wieder abgebrochen. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Und das ärgert mich so, weil ich möchte ihn jetzt doch endlich mal, zumindest den ersten Mal sehen, um dann sagen zu können, okay, vielleicht gucke ich noch, dass ich es schaffe, zu den zweiten ins Kino zu kommen. Ich komme einfach nicht dazu. Ich weiß auch nicht. Es fehlt dieses letzte Mühe, um zu sagen, ja, geil, ich gucke den jetzt an. Okay. Ich erinnere mich, dass ich ihn gesehen habe. Und ich erinnere mich auch daran, dass ich ihn qualitativ sehr gut fand, storytechnisch aber eher schnarchig. Und dann war die Hoffnung, dass der zweite vielleicht ein bisschen actionreicher wird. Das auf jeden Fall. Also vielleicht kann man es ja mal ein bisschen erstmal zusammenfassen, jetzt für die, die vielleicht den ersten nicht mehr so präsent haben. In Dune 1 geht es ja darum, es gibt einen Planeten, Arrakis, der sogenannte Dune, der Wüstenplanet. Auf dem wird eine Droge abgebaut, das Spice. Und das Spice, das brauchen halt gefühlt das ganze bekannte Universum, braucht diese Droge. Und dieser Planet oder diese, ja, wird halt kolonisiert, wird halt ausgebeutet von mächtigen Häusern. Und das ist so ein bisschen Game of Thrones-ig, sag ich mal. Es gibt da diese großen Macht, diese Herrscherfamilien, und diese Ausbeutung, diese Kolonisierung des Planeten wechselt halt immer mal durch, und die eine Familie hatte das jetzt jahrelang gehabt, und jetzt fällt diese Ausbeutung des Hauses, des Spices, dem Haus Atreides zu, und das führt natürlich dazu, dass die anderen Häuser, die bis jetzt oder die das machen konnten bis jetzt, in ihrem Ansehen schwinden, weil die eben nicht mehr dafür verantwortlich sind. Und die finden das natürlich nicht so toll, mal ganz banal gesagt, und intrigieren gegen das Haus Atreides und versuchen das Ganze zu unterminieren, dieses ganze Vorhaben dort auf diesen Wüstenplaneten das Spice abzubauen und so weiter und so fort. Was natürlich dann dazu führt, in dem ersten Teil,
dass der Herzog Leto, der Vater von Paul Atreides, gespielt von Timothée Chalamet, und die Ehefrau Lady Jessica, gespielt von Rebecca Ferguson, dass die fliehen müssen. Und sie fliehen eben auf diesen Wüstenplaneten. Und damit endet eigentlich, glaube ich, der erste Film, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und hier steigen wir dann im zweiten dann noch ein. Und wir sehen natürlich auch dann, wer, oder man weiß es ja schon im ersten Teil, wer dafür verantwortlich ist, für dieses ganze Intrigieren, für das ganze Morden und alles. Und wer eigentlich das übernehmen möchte, die Herrschaft über den Abbau des Spices. Und vor denen muss halt Paul und Jessica, die müssen da fliehen. Und in dieser Wüste leben die sogenannten Fremen. Das sind so, im Star Wars-Universum würde man es Sandleute nennen, aber es sind halt Menschen, also sind jetzt nicht wie die Sandleute bei Star Wars. Also sie leben halt in der Wüste, haben sich damit arrangiert und kommen damit klar. Und in dieser Wüste gibt es natürlich auch diese Sandwürmer, die man durchaus kennt, wenn man mit Dune irgendwie schon mal Berührungspunkte hatte. Und sie haben auch die Möglichkeit gefunden, wie man die anlocken kann und wie man sogar auf denen reiten kann und sonst was alles. Und ja, wir sehen in dem zweiten Teil, wie Paul und seine Mutter von den Fremen aufgenommen werden, wie sie sich versuchen, dort zu arrangieren mit den Eingeborenen, in Anführungszeichen, wie sie versuchen, denen ihre Sitten und Gebräuche zu übernehmen. Und also Paul verliebt sich auch so ein bisschen in Chani, gespielt von Zendaya, die eben auch eine Fremen ist. Und die Fremen sind im Widerstand, also die kämpfen gegen den Abbau des Spices durch irgendwelche interplanetaren Herrscher, die auf den ihren Planeten kommen und ihren Planeten ausbeuten. Also die sind quasi so die Rebellion, wenn man es so nennen möchte, wenn man es mit Star Wars vergleicht. Und dann kommt dazu noch so ein bisschen eine leicht religiöse Komponente, denn der Paul wird dann an einem bestimmten Punkt als der Erlöser der Fremen gesehen, als sogenannter Muad'Dib. Und weil er auch durch das Spice, wenn man das nimmt, diese Droge, dann kann man auch in die bestimmte Sachen in der Zukunft zum Beispiel sehen. Man kann das Bewusstsein erweitert sich und so sieht er halt auch zum Beispiel, was dann passieren wird. Und er wird dann fast religiös verehrt von den Fremen und fängt an, die Rebellion zu organisieren, was dann natürlich auch in ziemlichen actionreichen Schlachten dann gezeigt wird. Also es ist auf jeden Fall nicht ganz so ruhig und politisch wie der erste Teil, sondern besonders die zweite Hälfte ist schon sehr, sehr actionreich, wenn dann gegen das alles gekämpft wird, gegen das in Anführungszeichen Imperium. Ja. Und ich fand es sehr, sehr toll inszeniert. Ich konnte sogar diese religiöse Komponente ertragen, die da drin steckt. Die war zum Glück, die war zwar vorhanden, war aber so, dass ich eigentlich drüber wegsehen konnte, weil das irgendwie in denen ihre Welt spielt. Und das war jetzt nicht zu schlimm für mich, nicht zu unerträglich. Und es sind auch ein paar Überraschungen drin gewesen, ein paar Plot-Twists, wenn man es so nennen möchte. Und ich fand es sehr, sehr gut inszeniert auch. Musik und Bilder, das passt einfach alles. Und Denis Villeneuve, der hat hier wirklich dermaßen gut abgeliefert. Diese ganze Zeit, die das ging, wie lange geht das? 2-3 Stunden oder so? Es vergeht wie im Fluge. Und man ist da voll drin. Es ist toll, toll besetzt. Javier Bardem spielt mit da bei den Fremen. Und es ist echt toll. Also ist auch was, was man vielleicht unbedingt im Kino gesehen haben sollte, weil das eine große Leinwand braucht oder zumindest einen sehr, sehr großen Fernseher. Wenn ihr das zu Hause schauen möchtet, dann schaut es auf einem großen Fernseher. Und ich kann es echt empfehlen. Also auch noch ein paar Namen hier. Dave Bautista mit dabei, Christopher Walken, Stellan Skarsgård spielt den Baron Harkonnen, auch großartig. Charlotte Rampling mit dabei. Also bis in kleine Nebenrollen top besetzt und richtig gut. Ja, Chris, schau dir mal den ersten Teil an. Den gibt es ja mittlerweile. Wie gesagt, er ist ein bisschen ruhiger, der erste Teil.
das ist, wenn man es vielleicht mit Herr der Ringe vergleicht, eher so der, ja, der erste Teil halt, ne, von Herr der Ringe, wo sie eigentlich nur so ein bisschen durch die Gegend laufen und plötzlich Ende der Film. So ungefähr. Ja, aber Herr der Ringe, ganz ehrlich, der hätte hier, Herr Gandalf hätte gleich diesen komischen Riesenadler rufen können. Der Film wäre in 5 Minuten vorbei gewesen. Welcher Comedian hat das gesagt? Das war doch letztens irgendwo. Ja, aber es ist ja auch so. Ja. Das könnte locker Schräter gewesen sein. Aber es ist ja meistens so, wenn bestimmter Plot, bestimmtes Plot-Element nicht da gewesen wäre in manchen Filmen, wären manche Filme einfach sofort zu Ende. Also, ja. Also nee, aber hier ist halt so, wirklich der erste ist wirklich sehr, sehr, sehr ruhig und erstmal diese ganzen politischen Ränkespiele da drin, da ist wenig Action. Der zweite ist schon deutlich actionreicher und top inszeniert. Ich gucke gerade, IMDb liegt da bei 8,8 von 10 und haben schon fast 500.000 abgestimmt. Ja, also da bin ich auch so in der Richtung. Ich bin da bei 9 Punkten für Dune Part 2 und es soll ja Part 3 kommen. Bin ich auch sehr gespannt, wobei ich da ein bisschen Bedenken habe, weil da heißt das Buch, was zugrunde liegt, Messias. Und ich glaube, das hat dann doch noch tiefere, religiösere Ansätze, schätze ich mal. Bin gespannt. Das ist auf jeden Fall dann auch ein Kino-Must-See, der dritte Teil. Habe ich euch Lust gemacht darauf? Oder so ein bisschen wenigstens? Lass mich erst den ersten gucken, dann schauen wir mal weiter. Aber Zendaya macht Lust, das zu gucken, deswegen. Ich gucke wegen Timothée. Timothée Chalamet, ja, der spielt das auch echt gut. Timothée heißt der. Timothée, wie das Shampoo? Ja. Okay. Nee, der ist Franzose, der junge Mann, und der sagt in seinem, wenn er sich vorstellt, auch immer, my name is Timothée. Es gibt natürlich noch andere tolle Shampoo-Marken da draußen. Ne? Zum Beispiel? Wie Charles Leclerc. Von Edeka, Elkos von Edeka oder Dreiwettertaft oder Garnier oder. Machen wir jetzt hier gerade Name-Shaming? Nein, nur, dass es auch noch andere tolle hier Shampoo-Marken gibt. Also, nicht, dass nachher heißt, wir werden von denen gesponsert. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier eingreifen, ja. Also Timothée Chalamet was born in Manhattan. To Nicole Flander, Real Estate Broker and Dancer. Keine Ahnung, dann ist er halt kein Franzose, his mother, aber er sagt immer in Interviews, his name is Timothée. His mother, who is Timothée from New York, is Jewish, of Russian Jewish and Austrian Jewish descent. Sein Vater, hier steht, sein Vater ist aus Nîmes in Frankreich, okay. Ich habe jetzt ungefähr 50.000 Interviews zusammengeschnitten gesehen, wo er sich immer vorstellt und immer wird er falsch angesprochen. Er sagt immer, wie er heißt, und er wird immer falsch genannt. Ja gut, keine, der hat ja so einen Accent aigu auf dem E, das, also Timothée, ja, Mac. Timothée, ja. Egal. Charles, ja. Charles, Charlie, alles das Gleiche. So, naja, gut, hätten wir das auch geklärt. Also Timothée Chalamet. Ich habe übrigens festgestellt, ich habe letztens irgendeinen Film geguckt, weiß gar nicht, was es war. War der auch plötzlich auch drin? Irgendwie eine seiner ersten Rollen oder so. War ich auch sehr überrascht. Wo der schon überall dann mitgespielt hat, habe ich auch mal geschaut. Ne? Also, das ist ja auch irre. Was habe ich denn geguckt? Was war denn das? Hostiles? Ja, Hostiles war es, genau. Ich habe Hostiles geschaut, der lief auch mal in der Sneak. Aber das sehe ich gerade, das war gar nicht seine erste Rolle. Bei Lady Bird war auch dabei. Oh Gott, da hat er echt viel gespielt. Aber irgendwann kam dann mit einem mal so ein... Oh, bei Interstellar hat er den jungen Tom gespielt. Der hat quasi den kleinen Jungen gespielt, der irgendwie Asthma kriegt, ne? Kann das sein? Oder hat er den Bruder gespielt? Weiß nicht. Krass. Aber wann ging es dann für ihn so richtig ab? War das... Wahrscheinlich Dune, ne? Weil die Hauptrolle hat. Ja. Don't Look Up war auch dabei. Na gut, werfen wir mal einen Blick. Jetzt müsst ihr euch hier einen Trenner denken für die Charts und Neustarts. Kinocharts und Neustarts. Mach doch mal die Charts. Da muss ich hier mal das öffnen. Ja, haben wir die offiziellen Innenstadtkinos, Kinocharts haben wir für die vergangene Woche. Sie. Jetzt mal gucken, das ist hier eine Top 6.
Passt das alles oder ist da was doppelt vorne? Weil Chantal, ja, Chantal zweimal drin ist. Okay, also ist Platz 5 ist One Life, den hatten wir auch in der Sneak Preview, sehr empfehlenswerter Film. Definitiv. Platz Nummer 4 ist Kung Fu Panda 4. Platz, Moment. 3? Ja, ich überlege gerade. Jetzt muss den überspringen, der kommt drei, und bis dann genau, Platz 3. Also Platz 3 ist dann Godzilla X Kong. Genau, und Platz Nummer 2 ist Dune Part 2. Genau, in 2D Atmos. Und Platz 1 ist die Chantal im Märchenland. Wo ich tatsächlich jetzt mal nicht so arg viel Negatives gehört habe. Also was ich gehört habe, ist, dass er wirklich so, ja, so ging es mir auch. Ich habe nur Negatives gehört. Ja, also was ich gehört habe, ist so, dass es so eine Aneinanderreihung ist, so ein bisschen wie TikTok-Videos. Und das andere, was ich gehört habe, ist, dass es doch auch durchaus spannende Aussagen zum Thema Menschenbilder und Bild der Frau oder sowas gibt. Dass es heißt so, hey, lass dir nicht alles gefallen. Und ja, ich wusste, dass irgendwas kommt. Dass tatsächlich so dieses, lass dir nicht immer alles gefallen oder sei, wer du bist und sei, wer du sein möchtest und solche Sachen. Da ist durchaus wohl auch so ein bisschen Feminismus-Power mit drin. Wie gesagt, keine Ahnung. Keine Ahnung. Wenn, dann ist das wahrscheinlich ich nur ein Feigenblatt. Nein, keine Ahnung. Ich fände es aber cool, wenn solche Themen denn deiner jungen Generation doch nochmal anders auch dargestellt werden und näher gebracht werden und das dann auch vielleicht funktioniert. Und sei es halt mit Chantal, dann ist es halt so. Naja, ist zumindest ein riesen Kinoerfolg, hat ja bis jetzt irgendwie 15 Millionen irgendwie eingespielt. Steht hier zumindest bei Box Office Mojo. Chantal in Fairyland. Ja, und damit sogar mehr als Kung Fu Panda 4. Ja, krass. Aber gut, diese ganze Fuck You Goethe und sonst was Reihe hat ja auch immer gezogen. Ich könnte gerade so lachen. Aber das erkläre ich euch gleich, warum ich gerade lachen musste. Okay. Machen wir doch lieber mal die Neustarts. Kinostarts und Neustarts, ja. Kinostarts und Neustarts. Kinocharts und Neustarts. Ja, Kinocharts. Der wichtigste Neustart, auf den wir euch nochmal wärmstens ans Herz legen möchten, ist am 18.04. der Film Civil War. Hier steht bei kino.de, schöne Grüße, steht Actionfilm von Alex Garland mit Kirsten Dunst rund um ein dystopisches Bürgerkriegsszenario in den USA der nahen Zukunft. Naja, nah dran. Ich hoffe nicht, dass das passiert, solange wie ich hier bin, sag ich mal. Ja, aber dann kannst du das Interview führen, selbst von der Seite. Ich habe ja schon in DC. Ich hab hier nur ein 8-Euro-Headset. Das muss reichen. Es startet ein Horrorfilm mit Abigail. Und zwar ein Horrorfilm, in der eine Gruppe von Kriminellen eine junge Ballerina entführen, die sich als Vampir entpuppt. Entschuldigung. Das klingt ja gut. Das klingt völlig Banane. Ich habe dazu eine Frage. Ja. Finden die das raus, weil sie glitzert? Ja, Gute Frage. Hier steht ein, Film drin bei kino.de. The Ministry of Ungentlemanly Warfare von Guy Ritchie. Der steht aber bei filmstarts.de nicht drin. Also ich nehme mal an, das ist wieder so ein Film, der vielleicht nur im Streaming startet. Aber es wäre natürlich auch interessant. Aber Guy Ritchie hat ja jetzt gerade erst The Gentleman als Serie. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, bei kino.de sind noch sehr viele so Karteileichen drin, die sie irgendwie reingenommen haben während des Lockdowns und so weiter. Er startet tatsächlich in den USA am 19. April, habe ich gerade rausgelesen. Deutscher Kinostart gibt es noch nicht. Klingt aber schon mal ganz gut. Also Guy Ritchie liefert jetzt immer ab in letzter Zeit. Der nächste startet auch nicht im Kino. Aber kannst du ja mal Rebel erwähnen. Rebel 2, die Narbenmacherin. Fortsetzung des Sci-Fi-Epos von Zack Snyder für Netflix. Den habt ihr doch so total scheiße gefunden, oder? Ja, der erste Teil, der war echt nicht gut. Aber wir haben beide gesagt, wir gucken in den zweiten nochmal rein. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, scheiße war er jetzt nicht. Er war halt eher ein bisschen daneben. Aber wer weiß, vielleicht ist der zweite besser. Zum Thema Scheiße möchte ich was sagen. Nach all der Scheiße geht's auf die Reise. Die Reise. Stuttgart International.
Habe ich tatsächlich gestern im Flugzeug, da gab es dann irgendwann ein WLAN, aber über das WLAN ging nur Messaging. Und ja, da hatte ich, da ging die App von Toralarm und Kicker ging nicht, aber die Push-Nachrichten kamen durch. Habe ich dann immer so, ja, 7. Minute, 1-0, bam. Dann 2-0, bam, yay. Genau, ich konnte zwar keine... Halbe Flugzeug zusammengeschrien. Nee. Aber es war schon schön, da zu sehen, dass es läuft. Ich konnte zwar sonst nichts machen mit dem WLAN, aber... Ja, aber immerhin, kommunizieren konntest du, das ist ja das... Ja. Du hast die wichtigen Fakten des Lebens gestern mitbekommen und das war der Toralarm. Genau. Es startet auch noch Spy X Family Code White, ein Anime-Film über einen Geheimagenten, eine Attentäterin und ihr geheimes Doppelleben. Aha. Okay. Aber du weißt ja, es sind die kleinen Dinge. Eine Komödie, eine französische, über eine Bürgermeisterin, die versucht, ihre Kleinstadt in der Bretagne zu retten und einem 65-Jährigen das Lesen beizubringen. Vielleicht sollte sie mir das Lesen erstmal beibringen. Vielleicht hat das ja auch was mit Harry Potter zu tun, bei Zauberei. Puh, wer weiß. Es startet auch noch Amsel im Brombeerstrauch. Ja. Der Originaltitel ist übrigens ja fast wörtlich übersetzt. Ne? Heißt Blackbird, Blackberry. Da geht's. Etero ist fast 50 und hat schon immer auf allerhöchsten Wert auf ihre Unabhängigkeit gelegt. Deshalb hat sie auch nie geheiratet. Unbeirrt führt sie einen eigenen Laden mitten im georgischen Nirgendwo und lässt sich auch von hämischen Kommentaren nicht unterkriegen. Doch dann verrückt ein Unfall ihre Perspektive auf das Leben. Für sie komplett ungewohnt verliebt sie sich, doch kann eine Beziehung mit ihrem starken Unabhängigkeitsstreben vereinbar sein. Okay. Ich hätte noch ein japanisches Drama über einen Familienvater, dessen bescheidenes Landleben von Bauplänen einer Glamping-Anlage überschattet wird. Und zwar Evil Does Not Exist. Okay. Was ist eine Glamping-Anlage? Weiß ich auch nicht. Schreibt sich du das? Weißt nicht, was Glamping ist? Ist das sowas wie das Camping? Glamour Camping. Ach so. Ah, okay. Also nicht mit Isomatte auf dem Boden, sondern mit gemütlichem Bett. In einem Zelt, in dem man stehen kann. Das ist tatsächlich nicht meine Welt, ne? Glamour Camping. Weder Camping noch Glamour Camping ist so meine Welt, deswegen. Aber Glamour Camping würdest du tatsächlich machen? Weiß ich nicht. Ich bin in einem Alter, wo ich mir Minimum 3 Sterne leisten kann. Das klingt ja so, als würde man in einen Pool gehen wollen und stattdessen ins Mai Spa gehen. Hey! Oh! Mai Spa ist super geil. So, was haben wir denn noch? Oddity, aber da weiß ich nicht, ob der startet. Also bei Filmstart steht unbekannter Starttermin. Bei Kino.de steht es drin für diese Woche. Ich nenne es mal mit. Es ist ein Horrorfilm von Damien McCarthy. Darcy ist ein blindes Medium, das mit Hilfe einer beängstigenden Holzpuppe die unheimliche Wahrheit hinter dem Tod ihrer Schwester aufdeckt. Okay. Klingt ja auch nach einer ganz neuen Idee. So, dann sind wir durch mit den Neustarts. Viel mehr passiert da jetzt nicht in der kommenden Woche. Ihr geht alle in Civil War, da habt ihr jetzt gehört, dass der gut ist. Und dann sind wir im Bereich Serien und wer möchte denn was über die Fallout sagen? Moment, erst muss der Jingle kommen. Ja, Serien. Der Jingle nützt bloß nichts viel, weil ich die Kapitelmarke dafür nicht habe. Ich nutze sonst nur die Jingles gleich als Kapitel. Ich versuche so viel Normalität wie möglich hier reinzubringen. Ich will. Du kennst doch nicht mal die Spiele, okay? Dann leg mal los. Ja, das genau deswegen. Okay. Ihr müsst jetzt rausfinden, ob ich das gut mache, okay? Also. Das Klatschen, was du immer hörst, ist Facepalm. Wow. Nein, warten wir mal ab. Wir sprechen jetzt über die Serie Fallout. Die Serie Fallout. Ganz kurz, bleibst du spoilerfrei oder? Ja. Für die es vielleicht noch gucken wollen, okay. Ja. So gut es eben geht, ne? Ja, so gut es eben geht. Also, die Serie Fallout beruht auf dem Computerspiel von Battlestar Games. Hab ich richtig gesagt? Nein, was? Battlestar? Bethesda. Bethesda, genau. Okay, wir spulen zurück. Fang nochmal an. Okay,
Also, Fallout ist eine Serie, die auf einem Computerspiel beruht, auf einem sehr erfolgreichen Computerspiel, was auch meine beiden Mitspreiter hier bis zum Vergasen gespielt haben. Es geht darum, die Welt... Warum Vergangenheit? Die Welt ist von einer nuklearen Katastrophe betroffen. Es gingen Bomben da nieder und alles ist verstrahlt. Da sich das Ganze aber abgezeichnet hat, dass sowas anstehen könnte, gab es eine Firma, und zwar eine Voltec, die sich darauf vorbereitet hat und unterirdische Bunker, die sogenannten Vaults, gebaut hat, in ganz Amerika über 100 Stück. Und die konnte man dann kaufen quasi. Also man konnte sich da Zimmer kaufen, Wohnungen kaufen für sich und seine Familie. Oder man hat halt bei der Firma gearbeitet und eine entsprechende Position gehabt. Und dann konnte man sich quasi so einen Platz garantieren lassen. Es ist dann tatsächlich dazu gekommen, es sind die Bomben da niedergegangen und die Menschen sind in ihre Vaults abgehauen. Manche haben es geschafft, manche nicht. Manche sind auch auf der Erde geblieben, wurden nuklear verstrahlt oder sind aufgrund des Feuers, der Druckwelle, was auch immer, gestorben. 200 Jahre später oder etwas mehr wie 200 Jahre später spielt dann diese Serie. Wir haben drei Handlungsstränge, die wir verfolgen. Der erste ist Lucy. Lucy ist eine Vault-Bewohnerin von Vault 33 und sie lebt da in einer idyllischen Welt. Alle sind lieb zueinander, es wird Hand in Hand gearbeitet. Sie hat in sämtlichen Kategorien war sie immer die Beste. Ihr Vater ist der quasi der Leiter, der Aufseher dieses Vaults und sie trägt also ihren Beitrag bei. Bis dann leider eines Tages Außenseiter, sogenannte Raider, eindringen in das Vault und Chaos anstellen und unter anderem ihren Vater entführen. Und das kann sie nicht so zulassen. Und deswegen macht sie sich dann auf die Reise, ihren Vater zu finden und verlässt den Vault. Das ist so Thema 1. Thema 2 ist dann der junge Maximus, der bei der Bruderschaft, da musst du mir jetzt helfen, wie die heißt. Brotherhood of Steel. Brotherhood of Steel, genau. Sterne der Bruderschaft auf Deutsch oder Brotherhood of Steel, genau. Genau, da ist der Mitglied und wird da nicht gerade gut behandelt, aber das war mal nicht. Der wird auf jeden Fall dann auf verschiedene Art und Weise befördert, was allerdings auch nicht besonders gut läuft. Bringt ihn aber dazu, auch in das Ödland zu gehen und weg von seiner Basis, wo er eben nicht so gut behandelt wurde von seinen Mitkameraden. Und so lernt er quasi die Regeln des Ödlands kennen und wir damit auch. Ja, er wird ja Knappe. Und der dritte Handlungsstrang. Er wird ja Knappe, genau. von einem Ritter und. Das wollte ich extra ihm, nicht sagen. Muss ihm quasi folgen. Ach so, ja, das kann man ja sagen. Du hast gesagt, ich soll spoilerfrei sein. Nee, das kann man ja sagen. Das ist halt so süß. Das ist okay, ja jetzt kein Spoiler, genau. Er muss ja seinem Ritter folgen, der einen Auftrag bekommt und ja. Genau. Und dann gibt es den dritten Handlungsstrang, und zwar den Handlungsstrang eines Ghouls, wo wir auch erfahren, welcher Ghoul das ist, und dass der auch vom Anfang der Serie, ganz am Anfang der Serie, auch schon vorkam und du dann denkst, oh krass. Und der, dem sein Weg wird auch begleitet, denn tatsächlich haben mehr oder weniger alle drei die gleiche Mission, wobei Lucy da eher versehentlich reinstolpert. Und zwar ist ein Artefakt aufgetaucht, das unfassbar wertvoll sein muss und irgendwie jeder haben will. Und Lucy und auch Maximus sind zwischenzeitlich durchgehend immer mal wieder Besitzer dieses Artefakts und die wollen das quasi als Druckmittel nehmen. Also Lucy will das als Druckmittel nehmen, um ihren Vater wiederzubekommen. Maximus hat andere Probleme, wo man sich damit rauskaufen will quasi. Und der Ghoul, der macht es, glaube ich, wegen dem Kopfgeld. Und ja, wir begleiten eben diesen Weg und erfahren auch durch Rückblicke, was mit den dreien so früher passiert ist. Wir erfahren parallel auch, wie es im Vault weitergeht, denn da ist auch nicht alles so rosig, wie es scheint. Wir treffen auf unfassbar lustige Kreaturen, die durch die Verstrahlung mutiert sind.
Ich wusste zum Beispiel nicht so viel über diese ganze Geschichte der Chris. Ich wusste es natürlich von Chris im Spiel. Ich kannte die ein oder anderen Begrifflichkeiten, aber ich kannte die Welt so an sich nicht. Und ich erfahre jetzt ganz, ganz viel darüber, wofür diese Walls gebaut wurden tatsächlich und wer da dahinter steckt und wie es zu all diesem kam und auch wie es dann zu dieser atomaren Bombung kam, wo alles zerstört hat. Ja, ich habe von dem Spiel keine Ahnung gehabt und finde die Serie richtig, richtig gut. Ich bin bei der letzten Folge, Ende der Hälfte ungefähr habe ich jetzt noch vor mir, von der letzten Folge und es ist einfach richtig, richtig cool erzählt. Mir macht es richtig Spaß. Diese Welt ist richtig cool. Ich bin voll drin. Und Chris ist noch ein Stück hinter mir. Erik, du hast dich fertig geguckt, die Serie. Ja. Also für mich als absoluten Noob und keine Ahnung von dem Spiel, sondern nur halt, ich kenne halt dieses komische blaue Männchen mit den gelben Haaren. Und mir sagt auch der Begriff Pitboy was und Bolt natürlich und so. Aber ich kannte das Spiel nicht. Ja, ich kannte halt nur das, was der Chris so ab und zu erzählt hat oder wenn er mit Jungs gespielt hat und er dann so, komm, wir laufen durchs Ödland und oh, wir müssen looten und wir brauchen Kronkorken und so. Das kenne ich halt, ja. Ansonsten wusste ich davon nichts. Und mich hat es richtig mitgerissen. Ich finde die Serie richtig, richtig gut. Ich finde die Besetzung gut. Ich liebe die Lucy, gespielt von Ella Purnell, den man kennen könnte zum Beispiel aus Yellow Jackets. Ich finde auch den Ghoul, also Walter Goggins, ganz cool. Den Maximus, der wird gespielt von Aaron Clifton Morton, den kenne ich auch irgendwoher. Ich kenne ein paar Gesichter. Und es macht einfach echt Spaß, macht richtig Spaß. Jungs, wie authentisch ist es? Ach, wo soll ich anfangen? Ich hatte große Angst vor der Serie, ne? Weil Fallout, das ist, wie soll man es zusammenfassen? Eine ganz eigene Welt. Ja, das hat halt so eine große Lore. Das ist wirklich, das ist ja quasi ein Fantasy-Epos, aber halt nicht Fantasy, sondern eben in so einer Art Sci-Fi-real-dystopischen Welt. Also wenn das jetzt Bethesda hat ja bis davor eigentlich immer hauptsächlich so Fantasy-Sachen gemacht und mit irgendwelchen Drachen und sonst was, Skyrim und was nicht alles. Und das war dann so gefühlt so das erste, wo du, wow, das ist jetzt mal diese ganzen Mechaniken von Fantasy hier mal in so eine Welt umgesetzt und das war halt genau meins. Also mir ist nicht so ganz mit so Drachen und Zaubersprüchen und Magie und sowas. Aber hier mit dieser Technik und allem, das ist meins. Ne? Und es gibt halt echt viel und ich glaube, ich habe manche Teile jetzt nicht so gespielt von Fallout. Gibt manche, die habe ich exzessiv gespielt, wie Fallout 4, Fallout New Vegas und Fallout 76. Und da kenne ich quasi fast jeden Stein in der ganzen Welt. Also ich bin da in so Facebook-Gruppen drin, ne? Wenn da jemand irgendwas postet hier, was weiß ich, ein Bild von seinem Camp oder so, da weiß ich, ach, das steht dort und dort. So weit ist das schon. Ja, oder auch bei Fallout 4, das habe ich ja auch mal wieder gespielt. Spiele. Und jedenfalls, es hat halt so eine ganz eigene Welt. In dieser eigenen Welt ist so eine ganz bestimmte Art von Humor. Das ist so dieser schwarze, trockene Galgenhumor, der sich da entwickelt hat von den Leuten. Dann ist da dieser komische Humor von den Vault-Dwellern, von allem, was im Vault zu tun hat, von Pip-Boy, der versucht so ganz fröhlich, so, yay, wir schaffen das und ja, pass auf und so weiter. So dieses ganz fröhliche Vault-Tech-typische, bis hin dann zu irgendwelche abgefuckten Typen, die dann draußen getroffen werden. Und ach, das ist so eine ganz eigene Welt, die da entstanden ist. Und da habe ich immer gedacht, das ist sehr schwer irgendwo abzubilden. Ich habe natürlich viele Sachen woanders schon wiedererkannt, wenn ich denke, die Serie Silo, die wir auch sehr positiv rezensiert haben, das ist ja auch quasi nur der Vault-Tech, der Vault-Aspekt rausgenommen, ja, von Fallout. Und hier, gleich in der ersten Folge, verlässt sie ja, glaube ich, den Vault, wenn ich mich recht erinnere. War das schon in der ersten Folge? Ja, genau. Und das ist halt auch so eine Sache, das machst du halt im Spiel auch.
in den Spielen. Das ist ein wichtiger Moment. Du bist erstmal meistens im Vault, wachst irgendwie auf oder kriegst irgendwas und irgendwas und gehst dann raus und weißt halt überhaupt nicht, was dich da erwartet. Und das fand ich halt auch so schön gemacht, wie sie rausgeht und ach, herrlich. Es ist wirklich, es ist so liebevoll gemacht. Alle Details stimmen. Da ist nicht irgendwas hingeschludert. Ja. Sie läuft durch die Gänge in dem Vault und es sieht genau so aus, wie das aussehen muss. Jeder Knopf ist genau richtig. Der Vault-Anzug ist richtig. Es werden die richtigen Dinge gesagt. Der Pip-Boy passt. Es ist alles. Die Geräusche sind richtig. Die Geräusche, genau. Die Sound. Das ist absolut eine absolute Perfektion. Perfektionistisch umgesetzt hier und auch extrem liebevoll und auch wahrscheinlich auch sehr teuer. Es kostet natürlich Geld, wenn du sagst, ich will das genauso bauen, wie es aussehen muss, dann muss es natürlich gebaut werden, weil das gibt es ja so nicht. Und ja, vielleicht für die, die es noch nicht kennen, Fallout spielt halt damit, dass in so einer, dass quasi nach dem Zweiten Weltkrieg in unserer Welt die Entwicklung der Atomtechnik sehr viel schneller weiter vorangetrieben wurde, weil eben gesehen wurde, dass das gewaltiges Potenzial hat. Und dann gab es dann auch so atomgetriebene Fahrzeuge und sonst was alles. Und dann war eben dieser Atomkrieg, wo sich die Leute, die sich leisten konnten, sich in die Vaults geflüchtet haben. Und dann, wo gesagt wurde, okay, ihr bleibt erstmal dann da unten in diesen Vaults drin und irgendwann gibt es dann den Reclamation Day, dann dürft ihr raus in die Welt und durft quasi die Welt wieder besiedeln. Und das ist halt genauso in den Spielen. Und diese ganze Welt, die dann draußen ist, ist halt so diese Time-Kapsel, diese Zeitkapsel von der Welt von irgendwie den 50er Jahren, wo aber auch schon Atomtechnik war. Es gab Roboter und sonst was alles. Und das alles halt in so einer Art nuklearen Wasteland, weil manche Sachen sind irgendwie kaputt und verrottet und sonst was alles. Und ja, und das ist so perfekt dargestellt hier in der Serie. Also ich kann es nicht genug abfeiern. Das ist auch so, dass man sagt, es ist nicht so, dass nur wir Nerds hier, die das Ding abfeiern, da sagen, oh geil, der Schalter, sondern es ist auch für die, die es normal schauen, die es überhaupt noch nicht kennen, die kommen da eigentlich gut rein in die Story, weil es auch gut erklärt wird, finde ich. Absolut, es ist super gut erklärt und es geht nach hinten raus auch sehr in die Tiefe. Also Du hast dann so, während du die Serie guckst, hast du so innerliche Fragen. Also, ich sage jetzt, ohne was zu spoilern, ich stelle jetzt irgendeine Frage in den Raum, so von wegen, wie kam es zu dem Nuklearkrieg? Ja, was steckt dahinter? Und dann guckst du die Serie und dann wird es halt erklärt. Es wird so mit kleinen Hinweisen erklärt. Oder du hast irgendeine Kreatur, die da jetzt lebt und du denkst so, ah krass, wie ist die denn entstanden? Das ist doch nicht alles nur Verstrahlung. Mhm. Und zwei Folgen später erfährst du durch Zufall im Hintergrund, wie das Viech entstanden ist. Und du musst halt extrem aufmerksam diese Serie beobachten. Also die kannst du nicht nebenher gucken. Weil einfach nur Sachen eingeblendet werden, die aber später wichtig sind, ja? Da gibt's eine Szene mit einem Steckbrief. Wenn du da vorher nicht hingeguckt hast, weißt du nicht, wer auf dem Steckbrief ist, weil die Person, die ihn dann später in die Hand nimmt, hat ihn dann so in der Hand, dass du das auf der Kamera nicht mehr siehst. Das heißt, du musst vorher aufmerksam gewesen sein, um das zu sehen. Das sind so kleine Details, die ich richtig geil finde. So muss eine Serie funktionieren. Und die Welt ist mega. Ich finde die super interessant. Ich will unbedingt mehr davon sehen. Und ich habe, wie gesagt, das Spiel an. Ja. Tatsächlich war das heute die Frage, läuft Fallout eigentlich auf der PlayStation 5? Also Fallout 76. Also es kann gut sein, dass wir eine Fallout 76 Spielerin gerade kreiert haben heute. Ah, vielleicht würde ich auch mit Fallout 4 anfangen, wäre jetzt da. Weil ich glaube, dass dadurch, dass es Singleplayer ist und so ein bisschen dich mehr an der Hand nimmt und auch diese ganze Geschichte im Vault, bis du rauskommst, so, oder das nimmt dich ein bisschen mehr an der Hand, Fallout 4, finde ich. Also, wer jetzt vielleicht Bock bekommt, sagt, ey, würde ich gerne spielen. Ich weiß, Fallout 76 ist gerade kostenlos. Kann man sich gerade holen bei irgendwelchen diversen Games with Prime oder wie das alles heißt da, oder hier Microsoft, hier dieses Ding da. Ja, für die Einordnung, die Serie
spielt im Jahr 2296 und damit eigentlich nach allen Games. Oder? Ja, Fallout 3. Fallout 3 und New Vegas 2296, also nach Fallout 4 auf jeden Fall. Also ich war der Meinung, nach allen Spielen. Ja, ich sehe gerade die Liste, da steht Fallout New Vegas spielt in 22 ein und, dann passt es genau, nach allen Spielen. Und damit korrumpiert ja auch die Serie nicht eventuelle Sachen in den Games. Dass du sagst, oh, Moment mal, jetzt habe ich hier in der Serie das gesehen, das taucht aber in dem Game nicht auf. Und das finde ich auch einen klugen Schachzug. Und ich finde auch, obwohl ich die ganze Spieleserie kenne und die liebe, es sind hier zwei Sachen drin, ich werde sie natürlich jetzt einen Teufel tun, da irgendwas zu sagen. Es sind zwei Sachen drin, die neue Erkenntnisse für mich gebracht haben. Trotz, dass ich quasi da schon gefühlt alles kenne. Und das fand ich richtig gut. Vor allem natürlich absolut spoilerfrei. Das eine hast du schon aus Versehen am Rande erwähnt. Jetzt nicht erwähnt, hast aber gesagt, dass es in die Richtung geht. aber das, die letzte Folge ist wirklich auch der absolute Hammer in Bezug auf die Liebhaber der Spiele. Also das finde ich richtig gut. Richtig, richtig gut. Und Folge, was war das? 7? Ich hoffe, ich bringe es nicht durcheinander. Ich hab die gestern alle hintereinander weg im iPad, im Flugzeug geguckt. In Folge 7, ich glaube, es war Folge 7, kommt der Original-Soundtrack von Fallout, was am Anfang kommt, nachdem du dieses Testbild weggemacht hast, dieses Dumm, das von Fallout 4. Mhm. Oh, ey, ich hatte fast ein bisschen feuchte Augen, ey, weil das war gerade in dem Moment so schön, das hat sich so echt und passend angefühlt. Und das war auch in der Szene. Ich wollte auch noch was zur Musik sagen, bevor du nochmal das Thema wechselst. Ja, war auch in einer Szene, wo es jetzt nicht so mit der Faust aufs Auge ist, sondern das war so nebenbei so schön, wo sie in dieser Welt einfach gerade drin ist. Und Musik ist ja natürlich top. Also das ist ja ein Thema, vielleicht für die Spiele nicht kennen. Man hat ja diesen Pip-Boy, so eine Art Computer am Arm, den man immer bekommt, damit man eben seine Karte hat, wo man hin muss und so weiter und seine Stats sieht und alles. Und über den kann man Strahlenmessungen. Ja, über den kann man auch Radio hören. Und da sind halt so in Fallout immer so Radiosender. Die sind halt irgendwie so diese alten Dinger aus den 50er Jahren, die immer noch senden. Und da kommen halt dann so 50 Jahre Musik. Und das haben sie halt hier im Film auch so schön gemacht. In der Serie. Ich finde ja auch, dass die extrem gut platziert ist. Also es gibt eine Szene, da sieht jemand was und sagt, oh krass. Und dann geht er weg. Und einen Tag später kommt er wieder und es sieht ganz anders aus. Und in dem Moment setzt das Lied ein, What a Difference a Day Make. Ja, wo so just 24 Hours und alles ist anders. Und es ist einfach so verdammt gut platziert. Ah, ich weiß sogar, was du meinst. Da gibt es so ein paar Szenen, die so sind, wo du denkst so, jetzt habt ihr aber den Nagel auf den Kopf getroffen mit der Musik, ne? Und es macht einfach Spaß. Also die Serie macht dafür, dass sie eigentlich so düster ist und so, macht die richtig Spaß. Und ich will jetzt auch unbedingt die letzte halbe Stunde oder was das ist noch angucken. Und der Chris, der muss unbedingt auch weiter gucken. Der Chris hat noch gar nichts sagen dürfen zu der Serie, weil ihr beide so völlig überschwänglich wart. Ja, so, Chris, bitte, the stage is yours. Ich muss jetzt natürlich die Gegenposition einnehmen und sagen, wie ganz furchtbar ich das alles finde. Aber es wäre zu 100% gelogen, weil ich finde den Cast erstmal sensationell. Also wirklich sensationell gut gecastet. Walton Goggins, Hammer. Die Lucy, Hammer. Das ist wirklich on point. Also die Lucy spielt auch diesen unbedarfte Wortbewohnerin so perfekt und macht diese ganze Wandlung, wo man selber auch in diesen Fallout-Spielen macht, so unglaublich schön und unglaublich perfekt durch. Es ist so schön. Du wirst wirklich als Newbie für dieses Fallout-Zeug abgeholt, sieht man jetzt an der Kate. Und du wirst als Kenner der Serie oder Kenner der Spiele komplett abgeholt. Und sei es wirklich durch ganz arg viele kleine Details. Sei es, dass du mal
durch die Landschaft läufst oder durch so ein kleines Städtchen läufst und im Schaufenster ist eine Mini-Atombombe versteckt. Es sind lauter so kleine Gimmicks. Ja, es sind lauter so kleine Gimmicks, wo du dir denkst so, oh mein Gott, oh mein Gott. Dann hockst du dran, dann kommt das erste Viech und du hockst dran mit Schnappatmen. Eine Red-Kakerlake. Ja, die Insekten, die Kate zum Beispiel sehr, sehr beeindruckt haben. Ne? Wie war das mit den Größenverhältnissen? Ne? Ja, das ist total witzig. Du siehst da irgendwie so eine Fliege oder irgend so ein Insekt halt und das fliegt dann daher und dann krabbelt es durchs Fenster und es ist einfach so groß wie das ganze Fenster und denkst so, oh, ja gut, okay. Ist halt doch mehr als nur eine Fliege. Dabei sind ja eigentlich nur, ich glaube nur zwei oder drei von den Sachen tauchen überhaupt in der Serie auf. Ich finde, also da gibt es ja noch so geile Sachen. Von dem einen sieht man zumindest mal ein Skelett in der letzten Folge liegen. Mehr verrate ich da mal nicht. Bitte nicht, ja. Ich muss ja noch was für die zweite Staffel aufheben. Oh ja, da ist so viel. Ey, ich freue mich so, wenn da... Ich würde gerne auch einen Kinofilm sehen, wie meistens, wenn ich eine Serie abfeiere, wünsche ich mir einen Kinofilm. Einfach irgendwas, wo es komprimiert ist in ein, zwei Stunden, wo man so richtig im Kino feiern kann. Ey, ich würde es. Ja. Weil halt wirklich, wie es Erik gesagt hat, es passt so viel zusammen. Also die ganze Stimmung ist so genial eingefangen. Mhm. Der ganze Humor ist da. Es kommen so nach und nach auch diese Begegnungen, wo du im Spiel hast, wenn du da eben durch die Lande streifst und alles. Die verschiedenen Gruppierungen, wo es gibt, die kleinen Städtchen, wo man auch mal reinkommt mit ihren Händlern, dann hier gegrillter Leguan. Mhm. Und solche Sachen, wo du einfach nur denkst, oh, dann die Umsetzung der Power-Rüstung, Halleluja. Oh, wie herrlich sie das gemacht Top, haben, ja. Wie super. Mir fehlt da noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es noch kommt, aber mir fehlt da noch ein bisschen so der Innenblick von der Rüstung raus, also die Routine und solche Sachen. Ja. Ja, das hätte ich vielleicht noch gerne. Warte mal kurz, Thema Power-Rüstung. Das Geile ist ja dann auch, ja, oh, du hast die T-60 und so. Hast du die auch mit dem verstärkten Futter? Weil genau das ist ja auch, wenn du da so irgendein Rüstungsteil bekommst, du kannst die sogenannte, nennt sich dann Modden im Spiel, wo du dann sagst, okay, du hast dann verschiedene Möglichkeiten, dass du die zum Beispiel auspolstern kannst, dass die nicht mehr so viele Geräusche macht beim Laufen oder dass die nicht so scheuern und dann gibt es noch andere Möglichkeiten. Und genau das ist es immer. Du siehst irgendwo eine Power-Rüstung und denkst, oh, wenn ich da jetzt das Teil, hoffentlich hat das schon irgendwelche Mods drin, dass ich die nicht erst irgendwie noch lernen muss oder die noch craften muss. Und dann findest du irgendwas, ja, das hat das gepolsterte sehr gut. Und genau das sind so die Kleinigkeiten, herrlich. Ja, wo einfach dranhockt und einfach so, und wie du es vorher schon gesagt hattest, mit leicht feuchte Augen, hatte ich tatsächlich schon in den ersten zwei Folgen, weil es mich so abgecatcht hat, weil ich einfach so gesagt habe, hey, es ist so unglaublich gut, es ist so herrlich umgesetzt einfach und es ist komplett würdig der Fallout-Serie und es macht einfach wirklich Laune auf mehr, wenn sie das auch, also ich gehe mal davon aus, dass es eine zweite Staffel geben wird, ich meine, wenn die ganze Serie losgeht mit This Season bei Fallout, also dann gehe ich davon aus, dass eine zweite Season auf jeden Fall folgen muss. Es macht unglaublich Spaß, es ist einfach nur komplett stimmig, sei es wie gesagt durch Musik, Darsteller, Art und Weise, Technik, dieser komplette Widerspruch, den ich da immer in diesen Spielen sehe, du hast so unglaublich moderne Technik, aber rennst trotzdem immer noch so in 50er, 60er Jahresstil rum. Es ist einfach mega gut und dadurch, dass auch noch verschiedene Handlungsstränge dann auch noch drin sind, macht es das Ganze auch noch mal ein bisschen spannender. Weil es, wie gesagt, es fängt an so ein bisschen wie jedes Spiel. Es gibt Stress im Vault, jemand geht raus und sucht nach irgendwas. Und es ist so unglaublich gut umgesetzt. Es ist so stark, es macht so Laune. Ich habe auch richtig Bock, weiter zu gucken. Also wirklich eine Serie, wo man gerne auch dranbleibt und die ich komplett nur empfehlen kann. Und ich habe bisher wirklich auch nur Gutes drüber gehört. Also ich habe schon mit Leuten gesprochen, die auch komplette Fallout-Fans sind. Die hatten es schon am Freitag durch. Weil es Fallout, natürlich suchte ich das weg. Und auch da komplett Begeisterung einfach. Und ich bin mir relativ sicher, es fehlt noch so vieles, was man noch darstellen könnte. Allein mit Viechern, allein mit Mutationen und was weiß ich was. Die brauchen gar keine schrägen neuen Ideen da reinbringen. Es gibt eigentlich schon alles. Es ist alles gemacht und sie haben ein
in den ersten Folgen zumindest für mich einen unglaublich guten Start dahingelegt mit dieser Serie. Die macht einfach nur Bock. Ich habe eine Frage an euch beide. Na dann. Ist dieses Videospiel besser umgesetzt als The Last of Us? Ah, ist beides gleich gut. Was halt hier der wesentliche Vorteil ist, ist, dass es die Geschichte nicht schon gibt als Videospiel. Das finde ich halt richtig gut. So, da bist du eigentlich als Fan, achtest du nicht drauf, so, ah nee, das war jetzt hier im Spiel anders und das war anders und das passt vielleicht nicht und das ist irgendwie das der Deal. Nicht ähnlich so, und so, ne? Sondern hier ist es so, ist halt eine komplett neue Geschichte, die zwar in dieser Welt spielt und deswegen feiern wir auch jedes kleine Ding, was du da siehst, es sieht halt genauso aus und das passt halt alles, da haben sie richtig viel, aber sie haben halt freie Hand bei den ganzen Geschichten und das ist wirklich, es haut mich echt um, weil... Ich finde es besser wie The Last of Us, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, hat mich auf jeden Fall, ja, nee, Last of Us fand ich schauspielerisch gesehen auch sehr top-notch, ne? Ja, war cool, aber... Ich finde es auch hier, es gibt ja auch sehr schwierige Themen bei Fallout. Oder was heißt schwierige Themen? Es gibt ja so Sachen, so ambivalente Geschichten, wie zum Beispiel diese Brotherhood of Steel, diese stählerne Bruderschaft. Da war ich mir immer nie sicher, ist das jetzt irgendeine Faschistoide oder wie ticken die? Und genauso kommt es auch hier in der Serie rüber. Ja, da ist jetzt... Die haben so komische, diktatorische, faschistoide Ansätze mit irgendwelchen Leuten, die sie da reinholen und Knappschaften und sonst was und Unterdrückung und irgendwie verfolgen die ihre eigene Agenda und eigentlich hätten sie ja die Chance dazu, das ganze Land irgendwie zu befrieden, aber sie kriegen es durch ihre eigenen komischen Machtansprüche auch nicht hin. Das kommt so gut raus hier in der Serie. Während bei manchen Fallout-Spielen da hattest du ja nicht direkt mit der Bruderschaft des Stahls zu tun, sondern du hast halt eher irgendwelche Artefakte gefunden und daraus irgendwie dir versucht, da was zu erlesen oder irgendwelche Informationen zu bekommen. Und das fand ich halt hier auch sehr, sehr gut dargestellt. Auch die ganzen, auch mit dieser New California Republic, was ja auch teilweise in den Spielen mit drin ist. Dieser ganze Versuch, da nochmal wie eine Art Demokratie aufzubauen und das macht so ein Ding auf und gerade die letzte Folge hat mir, wie gesagt, auch noch neue Erkenntnisse gebracht und ich finde aber auch, man muss das als Doppelfolgen irgendwie schauen, habe ich festgestellt, wo ich die hintereinander weggesehen habe. Ich habe ja auch die erste Folge geschaut, dann die zweite, das gehört eigentlich zusammen. Man muss wirklich das als Doppelfolgen irgendwie versuchen zu schauen. Ich habe, glaube ich, auch ein Easter Egg entdeckt. Also ich habe jetzt noch nicht online geguckt, ob es tatsächlich so ist, aber mir ist aufgefallen, es gibt ja immer, die Folge ist zu Ende und dann kommen die Credits von den Schauspielern starring. Und da ist ja diese Welt nochmal irgendwie, wo die Kamera so zurückfährt und so. Und mir ist aufgefallen, dass da wird ja immer wie so eine Art Setting gezeigt, ne? Und mir ist aufgefallen, dass genau dieses Setting, das da gezeigt wird, dann in der nächsten Folge stattfindet. Ah, okay. Also das ist quasi in Anführungsstrichen ein Ausblick auf die nächste Folge, wo wir uns da befinden werden. Oh, da muss ich bei der letzten Folge nochmal gucken, was da kommt. Ja, mal drauf achten. Ich möchte noch einen ganz anderen Punkt kurz anbringen. Warte mal ganz kurz, nur ein Gedanke noch zu diesen Bildern, die da eingeblendet werden. Das ist bei den Games, ist das am Anfang so, wenn du nach dem ersten, da kommt wie so eine Art Testbild, wenn du dann Enter drückst, dann startet das so und dann laufen solche Bilder im Hintergrund von dem Menü so durch. Also das ist auch sehr stark am Spiel angelehnt. Ja. So, cool. Chris, du, was wolltest du? Lucy heißt Lucy McLean. Ja. Oh mein Gott, hab ich mich weggeworfen. Weil ich weiß gar nicht, ob das, ist das wirklich nur Zufall oder ist das tatsächlich eine kleine Hommage? Ja, McLean heißt sie eigentlich, ne? Nee, McLean. Es wird McLean ausgesprochen. Ja, ausgesprochen, aber ich glaube, McLean schreibt sie sich. Ich habe erst. Ja, McLean schreibt sie aber. Wo sie beim ersten Mal unterschrieben hat, irgendwo in dem Vault. Und da habe ich erst gedacht, die heißt McLachlan, genau wie ihr Vater, der echte Schauspieler. Weil ich habe nur irgendwas gelesen mit McLachlan, wo die da unterschrieben. Hä? Okay. Ja, aber John McLean, ne? Ja. fand ich ja wirklich großartig. Und. Ich möchte auch noch mal ganz kurz zum Thema Easter Eggs und Goodies oder so drauf gehen.
wenn man sich diese Welt anschaut, es liegen Comics von Ragnar, dem Barbaren rum. Die Tesla-Magazin kommt auch. Es gibt die kleinen Wordboy-Sammelfiguren und was weiß ich was alles. Und ich glaube auch sogar, in der zweiten oder dritten Folge, wo sie auch so einen findet, und da, das wollte ich nochmal nachschauen, da geht es ja in diesen Laden rein, findet irgendwie so diese Figur und schöpft dann neuen Mut. Es kann nämlich sein, dass das, wenn ich nämlich genau die Figur auch ist, wo der eine gewissen Stärke-Boost im Spiel gibt. Das kann sein, ja. Und wenn, also das wollte ich nämlich auf jeden Fall noch nachschauen. Und wenn sie das auch gemacht haben, das wäre ja geil. Also dann, ganz ehrlich, Leute, dann kann ich nur sämtliche Hüte ziehen, die ich habe. Es ist so schön einfach. Und ich glaube, man merkt es auch in der Art, wie wir es erzählen. Also zwei Stück dieses Spiel gespielt haben. Einer, der es komplett weggesuchtet hat und immer noch macht. Einer, der jetzt wieder anfängt und eine, die keine Ahnung hatte. Und wir sind alle begeistert davon. Das ist ein kompletter Volltreffer. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das macht so einen Spaß auch. Das sieht so gut aus. Und gerade der Laden, was du gerade angesprochen hast, der ist ja voll mit Easter Eggs. Ey. Da kannst du ja das Bild anhalten und kannst eigentlich alles feiern, was da so in den Regalen steht. Das konnte man ja teilweise gar nicht so genau. Und das ist eben das, was ich meine, so liebevoll, das ist wirklich alles so, was da drin ist, das passt halt irgendwie. Und bis hin zu, ich weiß nicht, ob es den manchen aufgefallen ist, am Anfang, da wird jemand mit irgendwas erschossen und das ist zum Beispiel ein bisschen ungewöhnlich, es ist kein Geschoss, sondern irgendwas anderes, weil es gibt so eine Müllkanone gab es ja, wie heißt das? Ich musste so lachen. Waste Gun oder wie hieß das Ding damals? Ich weiß gar nicht. Ja. Den aktuellen. Da konntest du halt irgendwelchen Müll vorne reinstopfen und konntest deinen Schrott, den du gesammelt hattest, einfach mit so einer Müllkanone verschießen. Und da gibt es halt dann auch so eine Szene, wo dann die Leute, und auch die Waffen. Ja, die Waffen, wenn wir bei den Waffen sind. Das sind alles Waffen aus dem Spiel. Das ist nicht irgendwelcher Gigifax. Also jede Waffe, die man irgendwo sieht. Und es ist auch schon schön zu sehen hier diese Entwicklung, weil man kommt ja aus dem Vault in den Spielen raus und hat erstmal gar nichts. Wenn man Glück hat, findet man irgendwie ein Rohr oder sowas, so ein Pipe. und genauso ist es halt hier auch. Sie hat auch erstmal gar nichts, ja. Und dann hat sie halt irgendwie so eine Injektorwaffe, die gibt's auch im Spiel. Und ja, dann findet sie auch, genau wie im Spiel, dann nimmt man auch mal eine andere und wenn man eine bessere findet, dann schmeißt man die weg und nimmt die nächste und so. Und dann gibt es eine Szene, Chris, da wirst du noch nicht sein, aber da würde ich dich mal bitten, drauf zu achten, da wird, oder hast du es vielleicht schon gesehen, da wird der Typ in der Powerrüstung wird von Red-Kakerlaken attackiert. Bist du da schon? Kann sein, dass das da, wo er keinen Strom hat. Sie kommt ihm zur Hilfe. Ja. Und wo sie die Red-Kakerlaken zertritt, das sieht exakt so aus wie im Spiel. Das sieht genauso mit den Beinen so hoch und patsch. Ja. Weil genau wenn du dann das Watz aktivierst, sieht das genauso aus. Komplett, ja. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Jetzt haben die diese kleine Szene da so reingenommen. Ey, ich habe gedacht, es kann doch nicht wahr sein. Ey, das, weil die hätten es auch durchaus anders machen können, ja, oder es wäre wahrscheinlich niemandem aufgefallen, wenn es anders gewesen wäre, aber dass die dann genauso, und das war nur in einem kleinen Bildausschnitt zu sehen, weil du hast irgendwie den Typ gesehen und sie im Hintergrund hat die Red-Kakerlaken zertreten. Ja. Ey, ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Wie gut kann man das machen, wie detailreich, und das war so der Moment, wo ich wirklich gedacht hatte, boah. Und dann natürlich dann auch in der Folge 7 oder so, wo dann die Originalmusik kommt, da war ich dann wirklich völlig geflasht und habe mich einfach nur noch gefreut auf jede weitere Folge, die dann kommt. Und bei Folge 7 oder 8 hat's, also. Ich meine, das war ja schon vorher mit den Red-Kakerlaken und dann war noch 7 und da war dann in jeder Folge irgendwas drin, wo ich dachte, Leute, ihr könnt das doch nicht so gut machen, ey, das gibt's doch nicht, ihr müsst doch noch ein bisschen Luft lassen, ne? Aber sie haben ja Luft gelassen, also es ist ja durchaus, wenn du dann die Stimpacks und so und der, was ist ich, in dem Vault, selbst der Duschvorhang sieht genauso aus wie im... Und wenn die irgendwas nehmen. Aber was ich mich gefragt habe, der Ghoul, was hat er eigentlich immer genommen? Weil es heißt ja, der Ghoul nimmt irgendeine Medizin. Da kann ich mich im Spiel jetzt nicht dran erinnern, dass die Ghule irgendwelche Medizin genommen haben. Weißt du irgendwas? Oh Gott, ja gut, aber der nimmt es ja, damit er nicht komplett als sich zum Ghoul verwandelt. Ja, genau. Aber hatte ich jetzt so auch nicht im Kopf.
Aber also Psycho war es nicht, aber Psycho wird auch genommen von den Raidern, die dann so. Ja, und der Yo-Guy, ne, ach, das ist herrlich, herrlich. Einfach herrlich. Großartig, absolut. Ich habe ja eine Lieblingsszene, die hat sich einfach in mein Gesicht, in meinen Kopf gebrannt. Die Lucy ist unterwegs und trifft auf so einen Typen in einem Haus und die interagieren dann kurz. Mhm. Und sie geht dann weiter und sagt, tschüss, schönen noch Tag noch. Und er noch nur so, tschüss, danke, dass du mich nicht getötet hast. Das ist so gut. Ja, ja. Und sie ist halt so immer so nett und okidoki. Okidoki, ja. Wobei ich auch noch dazu, zu diesem Thema Szenen auch noch sagen möchte, mit einer der absolut stärksten Szenen, die ich jemals so gesehen habe, generell in so einer Serie, ist schon gleich zu relativ in den ersten 5 oder 10 Minuten, wo die Bomben runtergehen. Wo die dastehen bei dem Geburtstag und da die Bomben runtergehen. Wie das aussieht, dieser komplette Blick, das ist so unglaublich stark gemacht. Das ist so unglaublich gut. Deswegen, es ist vom Beginn an einfach tipptopp. Aber eins muss ich noch erzählen. Ich glaube, wir haben jetzt mehr über diese Serie geredet als den Rest des Podcasts. Aber eins muss ich noch sagen. Ist doch wert. Ich habe ja erzählt, die sind in dem Vault und dann kommen da die Raider und überfallen die quasi. So. Und dann ist da eine dabei, wo ich sofort zum Chris gesagt habe, als ich die Schauspielerin gesehen habe, habe ich gesagt, die spielt immer eine Böse. Der traue ich nicht mal bis zum kleinen Zeh. Ja? Die spielt immer die Böse. Und das ist einfach die Schauspielerin. Ich habe die noch nie eine positive, nette Person spielen sehen. Und was war sie? Die Böse. Spoiler. Da gibt es sind 5 Minuten von... das ist keine gute. Nicht mal 5 Minuten. Ich weiß. So. Aber das sind einfach so, ach, ich weiß nicht, ich finde es richtig, richtig gut gemacht. Ich werde wahrscheinlich nochmal von vorne anfangen und noch auf mehr kleine Details achten. Ne, mach doch mal spiel doch mal bei den Games rein. Also dann, wie gesagt, Fallout 4 wäre deine Empfehlung. Ich habe doch gar keine Zeit. Ja, ob du nur eine Serie guckst, eine Stunde oder mal eine Stunde in dem Spiel verbringst, ist das Gleiche. Da erlebst du es bloß halt selber. Nee. Weil in dem Spiel ist dann auch so, das Spiel ist ja auch so umfangreich. Zum Beispiel Fallout 4, da gibt es wenn du die DLCs installierst, da gibt es dann plötzlich was, da gehst du in so einem Hotel oder irgendwie so ein abgefucktes Hotel, war ich dann drin bin dann so nach unten. Mit einmal habe ich einen Vault entdeckt gehabt, der überhaupt nicht in irgendeiner Questlinie war. Habe ich plötzlich den Eingang zu einem Vault entdeckt, konnte den öffnen und da war eine riesige Questlinie in diesem Vault. Da gab es irgendwie einen Mordfall, den musste ich lösen und so. Und genau das ist eben auch hier, diese ganze Thema mit den Vault wird ja hier in der Serie auch aufgemacht, dass eben manche auch so ein bisschen, dass da Versuche drin gemacht werden und ja, ich will mal nicht zu viel verraten, es ist eben nicht nur wie Silo, dass irgendwie versucht wird, dass alle überleben, sondern da sind halt dann teilweise Versuche und das ist halt auch ein großes Thema bei Fallout, dass da eben überall noch diese Vaults sind, die teilweise noch aktiv sind, wo richtig viele Leute drin sind, die teilweise gar nicht wissen, dass draußen das Leben weitergeht und mit denen irgendwelche Versuche gemacht werden. Ja. Und natürlich, Chris, ich weiß nicht, bist du schon bei der Red Rocket Tankstelle? Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube, die habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also, dass sie die so komplett nachgebaut haben, da ist mir auch das Herz aufgegangen. Und das ist in Anführungszeichen keine wichtige Szene. Es ist wirklich, das hätten sie auch in irgendeinem anderen... Das ist, glaube ich, Folge 7. Das ist doch da mit dem Hund und der... Ja klar, ach, Dogmeat, genau. Ja, hallo. Ja, ja. Ach, hallo. Dass Dogmeat dabei ist. Spoiler, hallo. Ja gut, das sieht man, sagen wir schon im Trailer, glaube ich, Dogmeat. Ja, Dogmeat siehst du ja, aber ja. Aber dass Dogmeat dabei ist, den kriegst du als Companion, nämlich bei Fallout 4. Deswegen, und das wird dein guter Freund, der dir hilft mit Tragen und der auch teilweise Gegner für dich mit attackiert und er stürzt sich in die schlimmsten. Manchmal verrät er dich leider auch, wenn du dich irgendwo anschleichen willst und der attackiert dann irgendwelche Raider, die dann auf dich aufmerksam werden. Das ist ein bisschen schade, aber ja, ach nee, wo soll man anfangen? Also zusammenfassend kann man sagen, wenn ihr die Spieleserie kennt, ist es sowieso also dann habt ihr wahrscheinlich sowieso schon da reingeschaut in die Fallout-Serie. Das kann ich mir nicht vorstellen, wenn ihr die Spiele kennt, dass ihr da nicht reingeschaut habt bisher. Und dann schreibt mal ruhig einen Kommentar auf kinocast.net, wie ihr es fandet. Seid ihr auch so überwältigt davon, von den Eindrücken in positiver Hinsicht oder habt ihr auch negative Sachen? Bleibt bitte spoilerfrei in den Kommentaren, für den Fall, dass jemand noch nicht ganz gesehen hat.
Und ansonsten, für die, die es noch nicht gesehen haben, gespielt haben und ihr habt jetzt die Serie vielleicht gesehen, wie war das für euch jetzt? Ging es euch so wie der Kate, dass es auch so gut fandet und ein bisschen abgefeiert habt? Habt ihr Lust bekommen, die Spiele zu spielen? Würde mich auch interessieren. Bitte Kommentar kinocast.net ansonsten. Ich glaube, von uns eine durchgehend Top-Empfehlung. Ich habe es komplett geguckt. Ich werde es auch nochmal gucken. Also das ist... Auf jeden Fall sogar nochmal gucken. Und zwar dann wirklich bewusst auch auf die Sachen gucken, die dann noch im Hintergrund stehen und was da ist. Und auf die ganzen kleinen Sachen, die versteckt sind. Wenn das so gut gemacht ist, hätte ich davon wirklich gern einen richtig geilen Kinofilm. Irgendwie so, du kannst ja in dieser Lore kannst du ja bleiben, dass du irgendwie einen schönen Kinofilm draus machst. Irgend so ein, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, so ein Fallout 4 DLC Far Harbor. Also dieser, weiß nicht, ob du das kennst, den DLC. Ja, klar kenne ich den. Den als Film oder so, mit in dieser ganzen Fallout-Welt, herrlich. Hm. Weil dann könntest du einen eigenen Film nur mit diesem Thema machen, zum Beispiel. Ah, herrlich. Also, schade, ich bin schon durch jetzt. Aber vielleicht ziehe ich es mir nochmal drauf und guck's nochmal auf der Heimfahrt. Vielleicht entdecke ich da noch mehr. Ja, im Bereich Games können wir euch nur nochmal Fallout empfehlen. Und Musiktipps habe ich gerade. Games, nur ganz kurz reingrätschen. Ja, bitte, ich muss noch Musiktipps suchen. Ja. Weil das nämlich gestern tatsächlich bei mir reingespielt hat. Und zwar Goons, Legends and Mayhem. Ich weiß nicht, ob das, wird wahrscheinlich niemandem was sagen, aber das ist jetzt drei Jahre her. Roguelike? Nee. Nein, das ist drei Jahre her. Da war ich zuletzt bei der Gamescom, Erik, mit dir, und du erinnerst dich an dieses kanadische Studio mit dem Eishockeyspiel. Ja, stimmt. Das kam jetzt raus. Das ist gestern rausgekommen und ich habe es mir tatsächlich geholt für 15 Euro. Es ist zwar echt viel Geld für so ein bisschen, für so ein kleines, schrottiges Spielchen. Komplett abgefahren. Ich muss da mal gucken, was das noch so alles kann. Also du rennst da tatsächlich als Zauberer rum in einer Eishockey-Welt und deine Waffe ist halt ein Hockeyschläger mit einem Puck und du schießt halt dann die ganze Zeit Leute ab. Das ist relativ witzig eigentlich. Das ist doch genau dein Game, oder? Ja, ich sag ja, das ist eigentlich relativ witzig. Deswegen, ich muss mal gucken. Ich habe es jetzt 20 Minuten, habe ich es angedattelt. Ich muss da mal mehr Zeit reinstecken. Vielleicht nächste Woche ein bisschen mehr dazu. Aber es hat mich einfach gefreut, dass es drei Jahre jetzt nochmal doch gedauert hat, bis es rauskam. Und das war damals so ein nettes Gespräch, was wir mit den Entwicklern hatten. Du erinnerst dich wahrscheinlich. Ja. Das war echt großartig. Die waren richtig cool drauf. In die Arena. Genau. Deswegen echt cool, dass das jetzt da ist. Also da nächste Woche mehr dazu. Okay, cool. Ich sehe gerade, ich habe noch was vergessen, nämlich bei den Kino-News. Wir haben sowas bekommen von der Reihe Best of Cinema. Das ist ja quasi hier die neuen Sachen, die alle so ins Kino kommen. Und oder die wieder ins Kino kommen. Und da ist hier am, stimmt das überhaupt? Ja, 2. Juli kommt Thelma & Louise nochmal ins Kino. Am 6. August kommt ja immer jeden Monat einer. Kommt Gefährliche Brandung, Point Break mit dem jungen Keanu Reeves und Patrick Swayze als Surfer. Den fand ich auch ziemlich gut. Robocop am 3. September. Und da muss ich sagen, dass also den im Kino mal zu sehen, das. Ja, also ich weiß nicht, habe ich direkt Bock. Also den mag ich ja, den ersten Robocop. Wobei ich den immer gerne im Original gucke. Am 1. Oktober kommt dann Goodbye Lenin. Dann am 5. November kommt Der große Diktator, der alte Charlie Chaplin-Film, den jeder mal gesehen haben sollte. Und am 3. Dezember ist dann das Jahr zu Ende und da wird die Reihe Best of Cinema beschlossen mit dem Oscar-Gewinner. Nee, nicht Oscar-Gewinner, aber hat Oscars gewonnen, aber nicht bester Film, nämlich La La Land. Da hat ja in dem Jahr dann doch Moonlight gewonnen, wegen dem Umschlag und so. Ja, okay, Best of Cinema. So, dann gucken wir mal, was wir auf die Playlist packen. Kate, was packst du? Music. Kate, was packst du da drauf? Kate sagt gar nichts mehr. Hallo? Stumm. Stumm. Kind auf dem Schoß. Musst du mich kurz lang machen. Ich packe tatsächlich von Dina Washington What a Difference a Day Make. Ach so, ja, aus dem Fallout. Hm? Natürlich, das Original. Es gibt auch eine Coverversion von Jamie Cullum, aber die habe ich noch nicht gehört, deswegen. Nee, muss schon das Original sein. Ja. Chris hat ich, jetzt bin ich Spaß tatsächlich nochmal am Schwanken, ob ich doch noch was aus Fallout nehme, aber ich habe es ja letzte Woche schon gesagt. Nee, ich nehme den neuen Song von Teddy Techlip ran. Ich bin auf dem Sprung.
Okay. Und bei mir, weil ich jetzt gerade keine Zeit habe zum Überlegen und nachzugucken, den aktuellen Song von Depeche Mode, die Auskopplung aus Memento Mori, People Are Good. Ach, schon den wieder ich auch sehr ein gut Depeche Mode. Ja. Ist, glaube ich, der zweite oder dritte. Jetzt zählen wir doch mal, wie viele Taylor Swift-Songs drauf sind. Shots are fired. Okay, dann ja, sind wir soweit durch für heute. Mal gucken, was ich heute noch so anstelle hier. Mal gucken, was hier so geht. Und wie, vor allem, wie ich da hinkomme. Ich bin eigentlich gewohnt, immer alles. Ich mache eine Parade. Ja, na gut, das brauche ich mir nicht angucken. Ich will eher mal so ein bisschen, ja, mal zu diesen Monumenten gehen hier, ein bisschen Fotos machen. Washington Monument. Ja, da bin ich sogar ganz in der Nähe. Bevor es dann stressig wird nächste Woche, da habe ich keine Zeit. Und jetzt ist ja Top-Wetter hier, ey, Top-Wetter. Ich weiß bloß nicht, ich laufe immer gerne zu Fuß dann irgendwo hin, als dass ich mich da irgendwo hinfahren lasse. Aber mal gucken, ob ich da. Ja, viel Spaß in Washington. Das ist eine sehr, sehr sichere Gegend, habe ich gehört. Ja, mal gucken, ob es da. Nee, vor allem Fußwege. Das ist immer das Thema Fußwege hier in Amerika. Die fahren immer alle mit Autos hier von einem Haus zum nächsten. Da gibt es immer kaum Fußwege. Ich werde berichten nächste Woche, wenn ich dann wieder da bin. Ich komme nämlich Samstag wieder. Das heißt, die nächste Sendung. Ja, na, ich fliege Freitag los, aber durch Zeitverschiebung. Komme ich Samstag früh wieder an. Dann kann ich berichten dann zur gewohnten Aufnahmezeit nächste Woche. Und da muss dann der Chris mal berichten, wie die Magier da sich angestellt haben. Mal gucken, was wir noch so schauen in der Zwischenzeit. Ja. Wie gesagt, ich gehe ja wahrscheinlich ins Kino in einen Film, den ich schon gesehen habe, aber vielleicht kann ich hier doch noch was anderes. Ja, aber es gibt jetzt ein paar neue Filme noch. Argyle gibt es jetzt noch. Stimmt, habe ich mir auch schon runtergeladen. Ja, gibt es bei Apple TV. Deswegen. Okay, dann ihr beiden, macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Bis bald im Kinocast.